Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und vielleicht auch Zuschauerinnen und Zuschauer, wir müssen heute als Video aufnehmen, einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute mit Professor Dr. Dr. Stefan Brunhuber. Hallo Herr Brunhuber. Ja, hallo Dominik. Ich habe über Sie was recherchiert. Können Sie mich gleich verbessern, falls es falsch ist, oder loben, falls es richtig ist. Nämlich, Sie sind der ärztliche Direktor der Diakoniekliniken in Chatras, wo wir uns gerade auch befinden, hier in der ansässigen Kirche. Sind dazu Chefarzt der Abteilung für integrative Psychiatrie und Psychosomatik und Psychotherapie, also die ganze Seite. Sind Mitglied im Club of Rome, dann noch Senator der Europäischen Akademie der Wissenschaften. Und im Vorgespräch haben Sie gerade erzählt, dass noch mehr dazu gekommen ist. Wahrscheinlich ist das eine Liste, die man fortsetzen kann. Ja, die ganzen akademischen Titel sind eigentlich bei mir nicht libidinös besetzt, sondern mir geht es eher um die inhaltliche Auseinandersetzung, die zum einen natürlich hier in der Diakonieklinik mit Medizin und der Zukunft der Medizin sich beschäftigt und hier insbesondere mit der Zukunft der Psychiatrie. Und zum anderen über meinen Lehrstuhl an der Hochschule mit weiter der Zusammenhang von Nachhaltigkeit und hier im Speziellen der Zusammenhang von Nachhaltigkeiten und Finanzen. Also vor allem die inhaltliche Debatte und weniger die Titel. Okay, Nachhaltigkeit ist ja schon interessant, weil von den Titeln her sind wir inhaltlich erstmal sehr weit weg vom Thema Klimawandel. Da hat man dann meistens eher Professoren zum Thema Gewässerkunde sitzen oder sowas. Mhm. Wie ist denn bei Ihnen die Brücke? Also Sie engagieren sich für Klima, also für das Klima, für die Natur? Deswegen. Ich bin zum einen mal parteipolitisch engagiert, mhm, als Mitglied der FDP, mhm, dort auch im Nationalen Wirtschaftsforum aktiv. Zum anderen bin ich Mitglied beim BUND und über die Mitgliedschaft im Club of Rome und in der Weltakademie der Wissenschaften interessieren uns vor allem die systemischen Zusammenhänge, die wir dann in andere Kreise auch politiknah mit einbringen wollen. Okay, interessant. FDP ist jetzt nicht verschrien als Klimaschutzpartei, mal so zu sagen. Ja, das liegt aber vor allem an der äußeren Wahrnehmung und nicht an der inneren Konstellation. Und vielleicht kommen wir hier und da nochmal zum Sprechen über dieses wichtige Thema, das in einer allgemeinen Form natürlich dahin eingebettet ist, dass es um die Frage des politischen Liberalismus 21. Jahrhundert geht. Mhm. Weniger um eine parteipolitische, regionale Auseinandersetzung mit anderen Mitstreitern, auch in diesem Jahr im Rahmen des Wahlkampfs, sondern noch viel allgemeiner, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, damit wir die Probleme auch so lösen können, wie wir sie lösen wollen, um dann auch so zusammenleben zu können, wie wir zusammenleben wollen. Kommen wir erstmal zum ersten Block, also Transformation, Wirtschaft, Gesellschaft, so diese Ecke. Okay. Da komme ich gleich mal mit einer Frage, die interessant, jemanden aus der FDP zu stellen, weil Außenwahrnehmung, wie Sie richtig sagen, gemerkt, würde da eher konträr sein. Diese Gewinnorientierung, also diese Orientierung unserer Wirtschaft an Gewinn und Wachstum. Es gibt nichts, was weniger gewollt ist durch wirtschaftliches Handeln. Ne? Eine Firma, man sagt auch immer, eine Firma muss Gewinn machen und so weiter. Jetzt hat VW zum Beispiel, glaube ich, dieses Jahr 2020 4 Milliarden Euro Staatshilfen bekommen und 10 Milliarden Gewinn gemacht und so läuft das dann halt. Sehen Sie diese Gewinnorientierung, die alle möglichen Abdrücke hat, unter anderem natürlich auch ökologische Probleme nach sich zieht. Mhm. Sehen Sie die in einem Rahmen möglich, auch in einer ökologisch funktionierenden Wirtschaftswelt? Komplexe Frage, die eigentlich, Dominik, genau in den Kern dessen hinein geht, über das wir heute eigentlich sprechen wollen. Ja? Kann Kapitalismus Nachhaltigkeit? Kann Liberalismus Nachhaltigkeit? Kann Gewinnstreben Nachhaltigkeit? Oder benötigen wir ein anderes Gesellschaftsmodell jenseits dessen? Das ist im Grunde genommen die Frage, die Sie hier ansprechen. Lassen Sie mich jetzt, obwohl wir die Frage wahrscheinlich auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder angehen werden, vielleicht zunächst einmal so antworten. Wir haben als Menschen unterschiedliche Möglichkeiten entwickelt, Entscheidungen zu treffen. Wir können sie administrativ treffen, staatlich, wir können sie militärisch treffen, wir können sie diplomatisch treffen, wir können sie ausdiskutieren, also deliberativ treffen, indem wir diskutieren und dann über das beste Argument dann eine Entscheidung treffen.
Wir können sie technokratisch lösen, expertokratisch lösen, indem auch derjenige, der gerade am meisten Ahnung hat, sich durchsetzt. Und wir können sie über den Preismechanismus lösen. Und der Preismechanismus sagt uns im Grunde genommen etwas aus über die Art und Weise, wie effizient Güter und Dienstleistungen in der Gesellschaft verteilt, organisiert sind. Der Preismechanismus ist gewissermaßen die effizienteste Form, die uns etwas sagt über den Preis eines Guts oder einer Dienstleistung. Es sagt uns nichts über die Effektivität des Marktes aus, sondern eher über die Effizienz. Aber auch nicht über den Wert. Also wenn man sich nicht zwangsläufig über den Wert. Nicht zwangsläufig über den Wert. Ich würde gerne an der Stelle unterscheiden wollen zwischen der Frage der Allokation von Gütern und Dienstleistungen, die über den Preis geschieht, weil uns der Preis idealtypisch etwas sagt, was dieses Glas Orangensaft wert ist, was die Fahrt von Leipzig nach Chartres wert ist, ja, weil sie dafür ja auch etwas zahlen müssen, zum Beispiel Benzin oder Zeit oder dergleichen. Und der Frage, wem gehört das Gut, wem gehört die Dienstleistung, also die Eigentumsfrage. Das heißt, wer den Gewinn macht und ob ein Gewinn gemacht wird, sind zwei unterschiedliche Fragen. Ja. Wir treffen hier sozusagen auf etwas, was im Kern um die Frage geht, was ist Allgemeingut und was ist privates Gut. Nee, also so war es jetzt zumindest nicht gemeint, sondern tatsächlich wollen wir Gewinn machen. Ja, wollen wir Gewinn machen. Ja? Schauen Sie sich zum Beispiel den Wassermarkt in Australien an. Der ist vor einigen Jahren dereguliert worden. Der Effekt war, dass auf einmal Wasservolumina auf den Märkten gehandelt wurde. Aber dieser Markt, dieser Handel war im Wesentlichen ein privater Handel. Stellen Sie sich mal vor, wenn der gleiche Vorgang des Handels um Allgemeingüter in der öffentlichen Hand verbleibt, dann werden die damit verbundenen Gewinne und Verluste auch in öffentlicher Hand der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Mhm. Der bloße Hinweis, dass etwas etwas kostet, ist nicht zwangsläufig schlecht. Stellen Sie sich vor, wir würden den privaten Handel um Wasser, um dieses Beispiel zu nennen, vollkommen verlassen und sagen, uns interessiert der Preis des Wassers nicht mehr. Dann würde das nicht bedeuten, dass wir damit weniger Wasser verbrauchen, sondern dass uns das Preisschild und die Art und Weise, wie wir Wasser verteilen, verloren geht. Und dieses Preissignal ist zentral für das Verständnis einer effizienten Allokation von relativen Güterpreisen. Und die Frage, wem dann diese Gewinne, die in jedem Preis ja stecken oder stecken können, ja, dann zukommen, ist eine ganz andere Frage. Das kann privat oder auch öffentlich sein. Das ist aber auch eine Frage der Verluste wiederum. Also der Gewinn auf der einen Seite ist ein Verlust auf der anderen Seite. Bei Australien muss ich sagen, das ist schon zwei, drei Jährchen her. Ne? Mhm. Bin nicht ganz sicher, ob ich das so richtig im Hinterkopf habe, wie es war. Aber jetzt, um einen anderen Vergleich zu nehmen, der aktueller ist, die Stromkosten privatisiert in Texas, glaube ich, jetzt. Mhm. So vor ein, zwei, drei Wochen, als dieser Rieseneinbruch war, da haben Leute $10,000 für 3 Tage Strom bezahlt, ja, weil der Preis eben auf, naja, auf was hier Unchristlichem, auf Gier beruht hat. Auf dieser freien, also nichts gegen freies Wirtschaften, ne? Also das will ich jetzt gar nicht sagen, sondern das freie Wirtschaften öffnet aber halt auch Tür und Tor für, wir sehen es ja überall, also den Regenwald machen wir platt für Geld, für mehr Geld. Und ja, hier aber nochmal, Preis und Eigentum sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja, aber auch die, wenn das Eigentum beim deregulierten Energiepreis- und Strompreismarkt in Texas nicht in privater Hand gewesen wäre, dann wären die nicht so teuer gewesen. Dann wären sie nicht so teuer gewesen, hätten aber dennoch einen Preis gehabt. Ja, das ist ja auch okay. Ja, ja, eben. Lass uns das mal unterscheiden. Der Preis und der damit resultierte Gewinn kann auch einer Gemeinschaft zufließen, muss aber nicht dereguliert oder liberalisiert oder privatisiert werden. Das heißt, an der Stelle, ob wir einen Gewinn machen oder nicht, steht im Grunde genommen noch die viel wichtigere Frage, wer ist der Eigentümer der Güter und Dienstleistungen, die dann auf den Märkten sinnvollerweise optimal verteilt werden und mit einem Preis versehen werden. Es gibt gerade auch im Umfeld
der Nachhaltigkeitsbewegungen, glaube ich, immer wieder ein Missverständnis über Marktversagen und dem Fehlen von Märkten. Mhm. Ja, idealtypisch ist ja ein Preis zunächst einmal etwas Neutrales. Es sagt uns etwas aus, was etwas kostet unter den gegebenen relativen Umständen. Okay? Wer den Preis bestimmt und wer den Gewinn aus dem Preis zielt, ist eine andere Frage. Und wenn der texanische Strompreis sozusagen einbricht und die Preise in die Decke gehen, ist es an der Stelle viel eher ein Zeichen für eine fehlende ortholiberale Regulierung eines Marktes. Das heißt, wir brauchen an der Stelle, auch aus der Sicht der FDP, eher eine Regulierung für einen optimalen Markt, keine Regulierung gegen den Markt und schon gar nicht eine Regulierung durch den Markt, wie wir es bei den Plattformökonomien erleben, wo die großen Player gewissermaßen nicht nur das Marktgeschehen bestimmen, sondern selbst das Marktgeschehen darstellen. Ich würde es mal behaupten, dass es auch in der DDR, wo wir überhaupt keine liberale Marktwirtschaft hatten, in keinster Form, dass es ganz klare Preise gab, zum Beispiel, dass Sachen was gekostet haben. Also es ist ja nicht so, dass nur diese sag ich mal, sehr frei liberale Marktwirtschaft dann Preise generiert und man damit einen Markt hat. Man hat ja auch viele andere Märkte. Das, was diese heutzutage liberale Marktwirtschaft ja besonders, ich würde sagen, im Negativen auszeichnet, ist nun mal, dass es keine Begrenzung gibt. Also dass es Begrenzung in der Form, dass man sagen kann, okay, ich verkaufe halt meine Waffen jetzt nicht aus Deutschland, sondern über Italien, egal, passt schon. Also ganz einfaches Beispiel, was für jeden schlüssig ist, dass mit Waffen Gewinne erzielt werden dürfen. Ja, wieder zwei, drei wichtige Punkte, aber zwei, drei ganz unterschiedliche Aspekte eines allgemeinen Zusammenhangs. Dass Preise immer auch Kosten verursachen und dass hinter den Kosten sozusagen immer auch Gewinne stehen können, nicht müssen, aber stehen können. Bei Genossenschaften sind sie geringer oder gehen gegen Null, sind also gewissermaßen nur kostendeckend. In anderen Unternehmensformen sind sie gewinnerzielend. Die steht und fällt eben an der Stelle mit der Frage, wie weit die Risiken eingepreist sind. Das heißt, man spricht ja technisch von der TCA, von der Total Cost Analyse. Das heißt, gelingt es uns als Politik, die Risiken, die bei der Erstellung des Preises abgebildet sind, auch hinreichend zu internalisieren, oder gelingt es nicht? Das spricht nicht gegen das Marktgeschehen, sondern eher gegen das Fehlen eines ortholiberalen Rahmens, damit der Preis auch maximal das abbildet, was er abbilden soll. Das heißt, an der Stelle. Ja, aber der Preis bildet ja, also da muss ich nur in Teddy gehen, da muss ich nur mir die ständigen Preisschwankungen an der Tankstelle anschauen und so weiter und so fort. Da muss ich mir nur anschauen, dass wenn auf dem Rucksack irgendwie noch ein Star Wars-Zeichen drauf ist, dass es einfach dreimal so viel kostet und so weiter. Der Preis ist ja heutzutage einfach kaum noch, also vor allem im Großkonzernbereich, nicht mehr dazu da, um etwas zu refinanzieren, um etwas zu finanzieren. Das läuft so mit. Aber wenn ich 100% Gewinn habe und davon sind 30% Refinanzierung, der Rest ist Gewinn, das ist natürlich schön. Man will jetzt niemandem Gewinn streitig machen, solange es keinen Schaden. Sind wir schon mal an dem Punkt einig, dass jeder, der unternehmerisches Risiko auf sich nimmt und jeder, der bereit ist, initiativ zu werden, eigenverantwortlich initiativ zu werden, das auch unter der Maßgabe einer gewissen Gewinnorientierung, immer vorausgesetzt, es sind rechtlich relevante und ethisch, moralisch richtige Dienstleistungen und Güter, auch durchführen sollte. Und genau, durchführen kann. Sehen Sie eine Grenze für Gewinn? Also sehen Sie jetzt ganz einfaches Beispiel. Ich würde jetzt behaupten, der Job, den Sie so machen hier, ist nichts Schlechtes. Also auf jeden Fall nichts Schlechtes, wahrscheinlich sogar was Gutes. Sie dienen da der Menschheit mit. Hier sind Patienten, die einen Vorteil davon haben, dass Sie das hier regeln, managen. Rechtfertigt das jetzt, um mal einen fiktiven Ausschnitt zu nehmen, rechtfertigt das, dass Sie 3 Milliarden im Jahr bekommen, gerade jetzt in einer Gesellschaft, wir reden ja immer gerne von Solidarität, wo jetzt gerade, sag ich mal, 2,5 Milliarden davon Kindern, die psychische Gesundheit retten können, die jetzt in Armut verfallen, Corona, solche Geschichten. Also nichts gegen Gewinn, aber gibt es nicht eine Grenze, wo man sagt, okay, darf ein Gewinn ab diesem Maximum zieht auf der anderen Seite so viel raus, dass es dann einfach nicht mehr in diesen Rahmen passt, wo man sagt, das ist gut. Ja, weißt du, Dominik, wer soll das bestimmen?
Friday for Future? Nö, Grünen, aber wer soll bestimmen, dass ich keine Waffe kaufen darf? Das ist ja auch bestimmt. Ja, weil ja, es Schaden macht. Das ist richtig. Und da entsteht ein wichtiger Punkt. Wenn wir davon ausgehen, dass Freiheit es nur geben kann, auch unternehmerische Freiheit, nur geben kann, wenn sie gekoppelt ist mit Verantwortung. Genau. Und wenn diese Koppelung uns gelingt, und die ist uns in der Diskussion der letzten 30 Jahre nicht immer deutlich genug gewesen, insbesondere in den Jahren nach 89, nach der Maueröffnung und nach dem Washington Konsens 92 folgende, war das Diktum des Liberalismus vor allem neoliberal. Das heißt, komplette Deregulierung, komplette Privatisierung und gleichzeitig Externalisierung der damit verbundenen Risiken. Ja. Wir sind aber jetzt 30 Jahre weiter. Wir sprechen jetzt über eine Form des politischen Liberalismus, bei dem personale Freiheit, unternehmerische Freiheit, aber auch Freiheit von Gebietskörperschaften in ihren Entscheidungen immer auch mit Verantwortung gekoppelt sein muss. Und nur dann sprechen wir wirklich von Freiheit. Alles andere ist im Grunde genommen, ja, Freiheit ohne Verantwortung ist infantil. Genau. Und Verantwortung ohne Freiheit ist frustrierend, weil da andere entscheiden, was ich zu machen habe. Und dennoch gilt es im Kern darum, dass der politische Liberalismus und auch der ökonomische Liberalismus richtig gedacht und richtig gemacht uns nicht nur einen qualitativen Mehrwert mit sich bringt, sondern auch einen quantitativen Mehrwert mit sich bringt, den wir für uns und für unsere Kinder für die Zukunft benötigen. Und das liegt hier im Kern geht es eben auch darum, dass vorausgesetzt wir haben die Verantwortung, dass wir die Risiken einpreisen und wir haben die Rahmenbedingungen, dass die Risiken eingepreist werden, also Upstream und Downstream im Unternehmen beispielsweise. Also ich meine jetzt mit Einpreisen zum Beispiel, dass wir die ökologischen Folgekosten in die Folgekosten internalisieren oder die sozialen Folgekosten internalisieren. Das vorausgesetzt, vorausgesetzt, weil wir von Freiheit im 21. Jahrhundert als immer eine Freiheit in Verantwortung sprechen, nichts anderes. Wenn wir das tun, dann sind wir schon nah beieinander, weil wir dann dem Einzelnen auch die Freiheit geben, Risiken einzugehen, die er dann aber auch selber zu verantworten hat. Das heißt, wenn das Unternehmen gegen die Wand geht, dann ist zunächst einmal derjenige, der die Freiheit in Anspruch genommen hat, auch dafür selber verantwortlich. Das wird dann nicht komplex, wenn Sie von der individuellen Freiheit in die unternehmerische Freiheit mit internationaler Anbindung und die Freiheit der Länder und der Staaten und der Kontinente ausgehen. Und dennoch gilt es im Kern immer um die Frage, sind es Freiheitsgrade, die wir gegeneinander abwägen müssen, ja, oder sind es Dritte, die uns sagen, was wir zu tun haben. Genau, das ist nämlich das Ding. Also da finde ich, Herr Rademacher, der ja sehr viel Schlaues sagt eine Sache, da tue ich so ein bisschen den Kopf schütteln, nämlich der Wunsch, dass die Superreichen freiwillig viel Geld geben, um die Gesellschaft aus einer ökologischen Krise zu ziehen. Ja. Man hat es jetzt, also geschichtlich fällt mir eigentlich gar kein Beispiel ein, wo das mal passiert wäre. Mhm. Und jetzt haben wir ein geschichtliches Beispiel, in dem wir gerade drinstecken, die Corona-Krise, die auch eine große Wirtschaftskrise ist, wird auch viel Geld gebraucht. Und was passiert? Die Reichen werden reicher. Wenn Sie jetzt sagen Verantwortung, also zum Beispiel unternehmerischer Gewinn auch einer Verantwortung, nehmen wir Amazon, soll unternehmerischen Gewinn machen, alles gut, aber dann auch Verantwortung übernehmen und sagen, okay, haben jetzt irgendwie 30 Milliarden Gewinn durch Corona-Krise gemacht, sollen sie aber 20 Milliarden davon einfach an die Ärmsten abgeben, in dem Land, in dem sie leben, haben immer noch 10 Milliarden Gewinn. Ja, ich würde an das Thema anders herangehen. Ich würde die Frage noch kurz zu Ende stellen. Die Frage wäre nämlich, wie, das jetzt nur als Beispiel, muss man nicht mögen, dieses Beispiel, aber prinzipiell, wenn Sie von der Verantwortung sprechen, wie bringt man die Leute dazu, diese Verantwortung auch zu tragen, wenn dann die Dollarzeichen in den Augen blitzen? Ja. Also doch regulieren oder doch Also ich kenne den Rademacher Vorschlag richtig gut, weil es um die Marshallplatz-Initiative geht, der Umverteilung von Vermögenden zu Nichtvermögenden, vor allem über Steuerbelastungen. Auf der Grundidee super. Es ist eine sympathische Idee, die in Teilen auch seit vielen Jahren schon diskutiert wird, die aber unter anderem daran mangelt, dass ihr die internationale Konsensfähigkeit fehlt, die Governance fehlt, sowas auch umzusetzen. Aber dazu später. Ich würde das Thema der Ungleichheit, um das es ja hier geht, der Vermögen und der Einkommen, beides, versuchen anders zu beantworten. Und für mich gibt es im Rahmen von Ungleichheiten zwei Formen von Ungleichheiten.
Nämlich eine, die passiert am oder unterhalb des Existenzminimums, also die ganze Debatte um Basic Needs. Und wir können als Gesellschaft dann entscheiden, was ist ein Basic Need und was nicht. Manchmal gehört das Kinoticket dazu und manchmal der Kindergartenbesuch und manchmal der Krankenschutz und manchmal das freie Studieren und bei manchen eben nicht. Aber Basic Needs, da gibt es einen hohen Konsens. Ja, Bedürfnisse als Pyramide kann man es mal ganz grob ansetzen. Ja, wir können sagen, zum Beispiel, Ungleichheiten am und unterhalb des Basic Needs sind für mich als Liberalen und, sage ich mal, Vertreter einer offenen Gesellschaft, zu der ich mich auch immer wieder geäußert habe, inakzeptabel. Inakzeptabel. Das heißt, als Gesellschaft werden wir alles daran setzen müssen, dass wir die Ungleichheiten nach unten als Boden, wenn du so willst, nicht zulassen dürfen. Gleichwohl gibt es jetzt beide Formen von Ungleichheit, nämlich die oberhalb der Basic Needs. Ja? Das heißt, die Ungleichheit, die entsteht, dass Einzelne den Anspruch haben, ihren Freiheitsgraden nachzugehen, unternehmerisch oder privat oder persönlich, um ihr eigenes Leben leben zu können. Und da gibt es die Grenze, die ist dann oben, um in diesem Bild zu bleiben, nur darin, dass es ökologische und planetarische Grenzen gibt, die wir einhalten müssen. Und soziale natürlich. Nee, die sozialen eben nach unten. Nee, also wenn man sagt, ich will jetzt groß Geld machen mit Waffenverkauf zum Beispiel. Ja, ne? aber dann, zähl mal da mal mit rein. Dann entsteht hier die Frage, ja, bei Landminen und so weiter. Es gibt gewissermaßen eine negative Banlist von Dingen, wo wir als Gesellschaft einen hohen Konsens haben, dass wir sie nicht brauchen und nicht wollen. Ja? Und es gibt Basic Needs, die wir nicht unterschreiten sollten. Und dafür gibt es ja auch Konzepte im politischen Liberalismus seit den 60er Jahren. Da gab es die Grünen noch gar nicht. Ja, als es zum Beispiel um die Frage des garantierten Mindesteinkommens gab. Ja, aber das ist lustig. Konzepte kann jede Partei schon, sag mal, bis ins Jahre Null rausziehen, was sie schon alles hatten. Und trotzdem geht die Schere seit Urzeiten immer weiter auseinander. Und letztlich, also da brauchen wir uns jetzt nicht viel vormachen, letztlich auch politisch durchaus gewollt. Einzelinteressen, die aber sehr viele sind. Also ich glaub, man nicht. Muss ja nur diese Maskennummer anschauen. CDU, da kommt der eine nach dem anderen hoch, der sich da mal hart bereichert hat auf Kosten. Permanent, überall. Ja. Also, also so, das sind persönliche Verfehlungen von Menschen, die eigentlich im Umgang mit Geld oder auch im Umgang mit Verantwortung überfordert sind. Ich würde es nicht so nett bezeichnen, weil überfordert ist ein kleines Kind damit, dass es den ganzen Tag stramm stehen muss. Ja, aber da gebe ich dir recht. Vielleicht ist es mehr als überfordert, aber eine Fehlbesetzung. Definitiv. Okay. Was aber nicht, nochmal, dass es die im Einzelnen gibt, ist unstrittig. Und dennoch gilt, es gibt einen Unterschied zwischen exorbitanten Vermögen nach oben, die planetarisch eingehegt sind, immer vorausgesetzt, und strafrechtlich nicht relevant sind. Und? Wirecard? Ja, aber es gibt auch Menschen, die exorbitant viel Vermögen rechtens erwirtschaften. Fair. Klar. Und ich möchte in einer Gesellschaft leben, vielleicht möchten sie in einer anderen leben, aber ich möchte in einer Gesellschaft leben, bei der ich nach unten die Absicherung habe. Genau, und das funktioniert. Moment, und nach oben aber so nicht. Das heißt, ich möchte für mich den Anspruch haben, dass ich selber entscheiden kann, wo und wie ich mich entwickeln kann und wo und wie ich Gewinne machen kann, wo und wie ich Verluste auch realisieren muss und dafür Verantwortung tragen muss. Ja, aber da kommen wir oberhalb eines Basic Need. Da kommen wir auf ein ganz, ganz klares Prinzip, also eine einfache Sache, es ist eine begrenzte Welt. Und wenn ich in einer begrenzten Welt, dann haben wir zwei Menschen dort auf dieser Welt. Mhm. Und der eine will nach oben wachsen, so viel er möchte, ab einem gewissen Punkt. Also wenn er zum Beispiel sagt, ich möchte noch einen Apfel, noch einen Apfel, noch einen Apfel, hat jetzt 10 Milliarden Äpfel, es gibt aber nur 10,1 Milliarden Äpfel. Er sagt, ich möchte noch einen 11 Milliarden Apfel, kommt mal irgendwann am Punkt, wo sein Wachsen einen Impact auf den Armen hat, auf das Untere. Nämlich, das kriegt der dann gar keinen Apfel mehr. Und dann müssen wir ja oben begrenzen, damit das nicht passiert. Also die Begrenzung soll ja nicht sein, irgendwie nur ein Auto oder so ein Quatsch. Ne? Darum geht es ja nicht. Sondern jetzt, also ich rede schon von Hochbeträgen. Dominik ist an dem Punkt schon beieinander. Solidarität nach unten, aber Freiheitsgrade nach oben. Genau, da wäre jetzt die einfache Frage. Soll man damit diese Freiheitsgrade nach oben nicht die Solidarität da unten kaputt machen, dadurch, dass sie zu viel wegnehmen, was da unten gebraucht wird, Schokobrunnenprinzip und so, soll man regulieren oder soll man freundlich drum bitten?
Ja, das ist wieder eine andere Frage. Freundlich, also mit Selbstverpflichtung wird es so nicht gehen. Das wäre die Frage. Genau. Da stimme ich dir zu. Aber der Markt funktioniert ja auch nicht über Selbstverpflichtung. Der Markt funktioniert über klare Regeln. Zum Beispiel Eigentumshaftung oder Haftung für Güter und Dienstleistungen. Ja, unternehmerische Haftung. So einfach ist es ja nicht. Es gibt ein Monopolgesetz, das uns zwingt, im Wettbewerb zueinander zu stehen. Was nicht heißt, dass wir gegenwärtig etwa im Umfeld der Plattformökonomien gerade keinen hinreinen Wettbewerb haben, sondern eher ein Oligopol haben mit hohen Preisen und niedriger Qualität, spricht aber nicht gegen den Markt, sondern eher für die Regulierung des Marktes, damit auch wirklich die Preise sind. Okay, ja, gut, so können wir sehen. Ja, ja, aber das ist ein wichtiger Punkt, den manche auch im linken parteipolitischen Spektrum nicht richtig verstanden haben. Ich muss es so radikal sagen. Der Preis ist ein idealtypisch, ja, nicht im Oligopol und nicht unter komplett deregulierten Rahmenbedingungen, weil unter komplett deregulierten Rahmenbedingungen haben wir eine Anarchie. In welcher Form? Ja, dann haben wir vor allem die Verhältnisse wie in Texas, dass dann der Staat wiederum einspringen muss. Ja. In sehr vielen Ländern. Ja, in vielen Ländern. Ist ja Texas 1 und aber das spricht nicht gegen die Preisbildung. Denn es ist naiv zu glauben, wir nehmen jetzt den Preis weg und schaffen den Wettbewerbsmarkt ab, schaffen die Gewinne ab, schaffen den Kapitalismus ab. Und wer macht dann die Arbeit? Das eine Behörde? Das heißt aber, der einzig funktionierende freiheitliche Wirtschaftskonzept, was Sie sich so vorstellen können, ist Kapitalismus. Ja, ein ottoliberaler Rahmen, der uns sagt, wer haftet für was, wenn er sich unternehmerisch entscheidet, unter fairen Wettbewerbsbedingungen, schafft eine Form der Verteilung, der Allokation von Gütern und Dienstleistungen, die für Sie und für mich und für unsere Kinder am effizientesten ist in der Ressourcenschonung. Planwirtschaftliche Modelle haben wir gerade an der Stelle versagt. Wer sagt uns denn, wie hoch der wirkliche Preis sagen muss? Und Ressourcenschonen, das ist ja auch eine reine Versagensgeschichte. Also wir machen gerade mit Kapitalismus die Ressourcen weg, die wir auf einem Planeten haben. Um das vielleicht um diesen Themenblock mal abzuschließen, nochmal eine Frage zu formulieren. Ich gehe das so nicht mit, Dominik. Also Sie würden jetzt nicht sagen, dass unsere Wirtschaften, unser westlich dominiertes, freies Wirtschaften, die letzten 50 Jahre, meinetwegen 60 Jahre, dafür gesorgt hat, ich meine jetzt nicht nur auf Deutschland, sondern auf die Welt, dass wir ökologisch an diesem Punkt stehen. Stichwort Shell-Studie zum Beispiel. Okay. Gegenargument. Okay. Ja. Erstens, auf einer allgemeinen Ebene, die Alternative zum Markt war der Plan. Das hat man ganz... Kreislaufwirtschaft wäre die nächste Alternative. Ja. Reden wir gleich drüber. Lokalwirtschaft. Reden wir gleich lieber. Es gibt vieles. Ja, ja. Kreislaufwirtschaft ist was für Philosophen. Mhm. Ja. Realwirtschaftlich in Einzelfällen machbar, wird uns aber noch mindestens 20, 30 Jahre beschäftigen, um da überhaupt einen Loop hinzubekommen. Ja. Regionalwirtschaften in Einzelfällen sprechen wir nachher mal separat. Wichtiger Punkt, funktioniert aber auch letztlich über Preisbildungen in der einen oder anderen Stelle. Ja, da sagt ja niemand was gegen. Ja, vorher warst du noch ganz klar gegen den Preis und damit auch gegen den Gewinn. Ich habe nur gefragt. Also ich bin nur gefragt. Also dann ist gut. Also halten wir fest. Ja. Der Markt verteilt effizienter als alles andere. Also eine Behörde. Richtig, und das ist ja unser Problem. So. Er verteilt am effizientesten. Effizienter wie andere Mechanismen. Völlig richtig. So, ob der Markt jetzt global ist oder regional oder lokal, ist noch eine andere Frage. Und dennoch ist es der Markt, der uns Güter und Dienstleistungen am besten alloziert. Moment. Ich höre zu. Zweitens. Jetzt die Frage, die letzten 50 Jahre haben wir unseren Planeten ruiniert. Ich weiß, dass ich mir jetzt keine Freunde mache, aber das muss man aushalten, auch in der Minderheitenposition. Ich habe mir die Longitudinalzahlen vom MIT angeguckt, der letzten 50 Jahre. Das sind die besten, robustesten Zahlenwerke zur Frage der Ressourcenentkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcen, Longitudinaldaten über einen Zeitraum von 50 Jahren. Ein Zeitraum, den du jetzt ansprichst. Mhm. Und die Frage, die sich ja hier in der Diskussion immer wieder ergibt, ist die Frage, haben wir nur eine relative Entkopplung oder eine absolute Entkopplung? Ja? Wir können sicher sagen, dass wir in einzelnen Volkswirtschaften, dass wir global sogar eine relative Entkopplung haben.
Das heißt, relativ pro Wertschöpfungseinheit wird wenig an Ressourcen benötigt. Darf ich mal das Argument zu Ende? Bitte. Relativ. Wir wachsen aber weiterhin 2-3%. Das heißt, in absoluten Größen verbrauchen wir weltweit seit mehreren Jahrzehnten mehr, als uns die planetarischen Grenzen vorgeben würden, dass wir verbrauchen dürfen. Genau. Und warum tun wir das? Moment, lass mir das Argument noch zu Ende sagen, man kann es nämlich gleich kritisch angehen. Und wenn du jetzt die Zahlen anguckst für OECD-Länder und hier vor allem für die Vereinigten Staaten, MIT-Daten, das sind nicht deine Daten, nicht meine Daten, nicht gegen die Daten, sondern Rohdaten, dann findet seit den 70er Jahren etwas statt. Und zwar nicht nur, was die Produktion von Gütern und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten anbelangt, sondern auch was den Konsum von Gütern und Dienstleistungen mit all seinen importierten Wertschöpfungsketten stattfindet, dass es zu einer absoluten Entkopplung kommt. Warum ist es so? Warum ist das allgemeine Narrativ, wir entkoppeln nicht relativ, wir entkoppeln nur relativ, aber nicht absolut? Und warum sind die Zahlen andere? Und das Interessante ist, ich glaube die Geschichte, die ich da immer wieder höre, von der fehlenden absoluten Entkopplung nicht. Und zwar vor allem nicht für Industrieländer. Und schon gar nicht für die Zahlen der Vereinigten Staaten, die ja alles andere als nachhaltig sind. Also nur um es nochmal zu verstehen, der Gewinn, den ich als Zementindustrie mache, ist komplett entkoppelt von den Ressourcen, die ich dafür benutze. Relativ, ja. Oh, relativ. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Für die US-amerikanische Wirtschaft. Und jetzt kommt das Thema ist an der Stelle so komplex, kompliziert, dass häufige Formate in der Diskussion um dieses Thema dann an der Stelle aussteigen. Der Punkt ist, für die Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten oder auch für OECD-Länder vorrangig in Europa, aber nicht global. Das heißt, wir haben beispielsweise in China und Indien oder auch auf weiten Strecken in afrikanischen, südamerikanischen Ländern noch nicht diese Effizienzsteigerungen und noch nicht die Regulatorik, die es uns erlaubt, mit weniger oder gleichbleibenden Ressourcen absolut dennoch Gewinne zu erzielen und damit Wohlstand zu stärken. Das ist der Punkt. Die Frage ging ja um die Ressourcen und nicht um die Gewinne. Und ich finde, dass Sie gerade ausgestiegen sind aus der Debatte, indem Sie die ganze Zeit die Veränderung der Relation zwischen Ressourcenverbrauch und Gewinnen, die ja so sein mag, aber es ändert nichts. Also ganz einfaches Beispiel. Ich habe vor 50 Jahren eine Tonne Zement produziert und damit 100% Gewinn gehabt. Und jetzt produziere ich 2 Tonnen Zement und habe aber 800% Gewinn. Dann ist es relativ entkoppelt. Oder 18.000%. Egal. Trotzdem habe ich mehr Ressourcen. Nee, der Punkt, mehr mein Argument benutzt. Ist ein anderes. Ich habe keine Tonne Zement mehr, sondern ich kann mehr Gewinn machen mit 900 Kilogramm. Ja, aber der Punkt bleibt ja der, egal ob Sie damit mehr Gewinn, weniger Gewinn, Verlust, Gewinn, völlig egal. Der Punkt bleibt, was holen wir physisch aus der Erde raus? Welchen Müll werfen wir physisch wieder in die Erde? Welches CO2? Und da ist es nun mal der Energiestrahlung der Sonne, die dann von der Erde reflektiert wird und nicht mehr raus kann, weil da ein CO2-Molekül ist. Der ist den allen, ist es völlig egal, ob irgendjemand über dieses CO2-Molekül 0,-3, 35 Millionen Prozent oder welchen Gewinn auch immer gemacht hat. Ich möchte symbolisch eine Zahl nehmen. 0,000001. Mhm. Nur als symbolische Zahl. Ist jetzt welche Zahl? Eine Zahl, das ist in Prozent der Anteil der Erdkruste, die wir kennen und die wir für unsere Ressourcen benötigen, um Wohlstand zu generieren. In der Dritten Welt wie auch in OECD-Ländern. Und aus diesen 0,000001% extrahieren wir grob 90 Gigatonnen im Jahr an Ressourcen. Das ist der Footprint-Argument. Ich gehe das Argument, das ich verstehe, nicht ganz mit. Mhm. Statistisch auch nicht. Ja? Ich glaube nicht, dass uns diese Betrachtungsweise im Umgang mit den Auseinandersetzungen, vor denen wir jetzt stehen, an der Stelle wirklich weiterhilft. Und ich sage auch warum. Im Grunde genommen geht es ja bei dem, was Sie jetzt sagen, darum, dass wir früher oder später in ein, endlose Welt ist nein, es nicht. Wir kommen an die Grenzen irgendwann. Ja. Ist klar. Das ist unstrittig. Aber der Reflex ist Degrowth. Der Reflex ist Haircut. Der Reflex ist das, was Nico Pech
institutionell voraussetzungsloses Nichtwollen bezeichnet. Also, okay. Ja, name it, ist egal. Also ein Vorgang, wo wir mit einem komplexen globalen Ereignis konfrontiert sind. Und was machen wir? Das Erste ist, wir machen mal Pause. Wir halten an und sagen, so können wir nicht weitermachen. Und das Beste ist, wir machen mal einen Haircut. Wir waren stehen geblieben in der Frage, wie gelingt uns Anpassung? Wie gelingt uns Anpassung an ein komplexes systemisches Ereignis? Ob wir jetzt das Covid nennen, übrigens, Pandemien im Allgemeinen, ob wir das Biodiversitätsverlust nennen oder ob wir es globale Erwärmung nennen, ist eigentlich an der Stelle egal, weil es sich um eine komplexe Triple-Krise handelt, die wieder komplex kausal miteinander verwoben ist. Nennen wir es einen asymmetrischen Schock. Okay? Das heißt, ein Ereignis, das auf uns hereintrifft, im Gegensatz zur 2008-Krise, die war ein endogener Bankenschock. Nennen wir es einen externen Schock. Okay? Der trifft uns jetzt. Und ich habe mir die Mühe gemacht, an der Stelle mal zu fragen, wie sind Menschen prähistorisch mit externen Schocks umgegangen? Unser Gehirn ist ähnlich ausgebildet wie vor 10, 15, 20.000 Jahren. Unsere Kultur nicht, aber... Darum sage ich ja, unser Gehirn. Moment, ich komme gleich darauf zu sprechen. Als vor 50.000 Jahren, Dominik, die Menschen die Nadel erfunden haben, okay, war das die Voraussetzung, dass es ihnen möglich war, Pelze zu nähen und mit den Pelzen geografisches neues Territorium bewohnen konnten, neue Lebensformen entwickeln konnten, beispielsweise über Alaska dann nach Amerika wandern konnten, einfach ein neues, anderes Leben leben konnten. Die Fähigkeit zur Schaffung einer Nadel war eine sensomotorische Fähigkeit, die aber eine Entscheidung war der kleinen Kommunitäten von 80, 100, 150 Menschen. Sagen wir können das jetzt, wir machen das jetzt, hat aber automatisch bedeutet, dass wir für einen Augenblick jetzt einmal Pause machen und sagen, also wir entscheiden uns jetzt, Nadeln zu machen, weil wir Pelze nähen können und damit können wir ein neues Territorium betreten, mit all den Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Und das, was damals bei der Nadel vor 50.000 Jahren passiert ist, ist für mich etwas, was heute mit der Nachhaltigkeitsdebatte passiert. Wir machen jetzt zunächst einmal eine Pause und schauen uns an, was sind diese asymmetrischen Schocks und was machen die mit uns? Und das ist genau das starke Argument der Post-Growth-Bewegung, dass sie sagt, halt mal, so können wir nicht weitermachen. So geht's nicht. So verstehe ich sie noch. Also, Moment, so geht's nicht. Also, jetzt erstmal Pause, jetzt erstmal Freeze. So nicht. Und auf einmal entsteht aber eine zweite Komponente. Es sind fünf übrigens, die in diese Kunst der Transformation, wie ich sie verstehe, hineingehören. Der zweite Aspekt ist, dass wir auf einmal sehen, dass wir priorisieren müssen. Was ist wichtig? Was ist unwichtig? Wo entstehen sogenannte Opportunitätskosten? Wenn wir nur alles nach unten fahren, entstehen uns auf anderen Teilen der Welt 100 Millionen Hungertote zusätzlich oder mehrere Millionen Malaria-Verstorbene, weil wir die Wertschöpfungsketten nicht mehr bedienen können. Also einfach nur linear mal überall weniger und dann schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Das geht gar nicht. Das verlangt auch keiner. Ja, Moment, erster Punkt, Pause, Degrowth, Haircut, ja. Zweiter Punkt, Priorisierung. Wir fangen an, Opportunitätskosten einzukalkulieren. Wir fangen an zu überlegen, welche Dinge können wir eigentlich nicht machen, weil wir jetzt so und so priorisieren. Zum Priorisierungsargument sage ich gleich noch was Separates, weil es extrem wichtig ist für die aktuelle Diskussion. Der dritte Bereich ist, dass wir feststellen, dass die gegebenen Regeln, mit denen wir wirtschaften, indem wir Nadeln produzieren, indem wir Nachhaltigkeit organisieren, von der Governance bis zu den Finanzen, von der Marktwirtschaft bis zur Technologie, von der Erziehung bis zur Kultur, diese Regeln, die wir uns selber gegeben haben, nicht mehr ausreichen. Also wir müssen in einem dritten Schritt über neue Regeln sprechen, neue Spielregeln sprechen. Da würde ich kurz eingreifen. Ist diese Kette so logisch, dass wir an dem Punkt dann automatisch über neue Regeln und nicht vielleicht über eine neue Haltung sprechen müssen? Wenn Sie mir das Argument geben, dass ich zu Ende reden kann, dann werden Sie gleich sehen, dass Sie die Frage sicher übrig. Okay. Der dritte Punkt war also Haircut, Priorisierung. Der dritte Aspekt sind
nicht nur Maximierung von gegebenen Regeln, sondern das Aufstellen von neuen Spielregeln. Und der vierte Aspekt ist, dass wir sagen, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, wie wenn wir über Nadeln reden, sollten wir etwas tun, was nicht nur hier und heute und jetzt sinnvoll ist, sondern auch für die Zukunft sinnvoll ist, also einen präventiven Charakter hat, so nach dem Motto, dass unsere Kinder und Kindeskinder davon auch profitieren. Und der fünfte Aspekt ist, was man in der Psychologie Metakognition nennt und damit im Englischen nennt man I-Bird View oder Helicopter View, dass wir alle diese vier Schritte gleichzeitig wie Bälle in der Luft halten. Und wenn du das mitgehst, dann ist das gleichzeitige Werfen von fünf Bällen, von der Metakognition über die Prävention, über die neuen Spielregeln, über die Priorisierung bis zum Degrowth, Freeze, also abwarten und innehalten. Alle fünf gleichzeitig notwendig, um diese komplexe Anpassungsleistung, die wir als Gesellschaft im Einzelnen wie auch im Gesamten, als Weltgemeinschaft verwirklichen wollen, dass uns die gelingt. Und es gelingt uns eben nur, wenn wir diese fünf Bälle verstehen. Und wenn wir jetzt auf deine Frage, das ist doch alles ein Mindset, ist es in der Tat so, dass damit wir die Kunst der Transformation als in erster Linie als einen kognitiven, einen mentalen, einen geistigen Vorgang verstehen, ja, brauchen wir hierzu für diese Kunst der Transformation das richtige Narrativ, die richtige Geschichte, das richtige Bild im Kopf. Ja, hätten wir, idealtypisch wie immer, wir sind ja hier in einer Veranstaltung, wo wir über idealtypische Dinge reden können, die es in der realen Welt so noch nicht gibt, aber die wird es mit Sicherheit geben. Hätten wir ein anderes Geld- und Finanzsystem, eine andere Geldpolitik und eine ganz andere Fiskalpolitik und damit eine andere Finanzökonomie und damit ein anderes Narrativ über die Art und Weise, wie Gewinne erwirtschaftet werden, wie Gewinne verteilt werden, wer was wie zu verantworten hat, würde das nie alles nicht gegen den kapitalistischen Mehrwert sprechen, alles nicht gegen Wettbewerb, fairen Wettbewerb und alles nicht gegen Gewinne sprechen, sondern über ein anderes Narrativ, das eine andere Form des Wirtschaftens zulässt. Und dann sind wir wieder bei den fünf Bällen, die wir in der Luft halten, bei dem Punkt, wo wir neben dem Haircut und der Priorisierung auf einmal darüber nachdenken müssen. Wir brauchen eigentlich und vor allem für die Nachhaltigkeitsdebatte im Umfeld des Geld- und Finanzsystems andere Anreizstrukturen, die es uns ermöglichen, an diese komplexe Anpassungsleistung, die uns bevorsteht, anknüpfen zu können und sie auch erfolgreich bewerkstelligen zu können. Wenn ich an der Stelle vielleicht noch einen Punkt sagen kann, der auch im Umfeld von Fridays for Futures und Science for Futures nicht unwichtig ist, ist die Frage der Priorisierung und Klimawandel. Also große Teile der Bewegung stellen ja die Frage des Klimawandels an die erste Stelle und sagen, alles andere ist dem nachgeordnet. Deswegen gibt es diese Bewegung. Genau, deshalb gibt es diese Bewegung. Und das hat natürlich strategisch den Vorteil, dass man ein Thema herausgreift und sagt, das besetzen wir und alle anderen Themen sind nachgeordnet. Moment, du kannst mich gleich kritisieren. Jetzt habe ich mir angeguckt, wie das so weltweit ist. Und ich habe mir die Panels angeguckt, der UN beispielsweise. Die UN hat 8 bis 11 Millionen Menschen befragt, hat ihr die Frage gestellt, repräsentativ für die Weltbevölkerung, was sind die wichtigsten 15 bis 17 Ziele in ihrem Leben, bevölkerungsstatistisch? Die Leute gefragt, was glauben Sie, was die 5 wichtigsten Punkte sind? Ich nenne sie Ihnen. Job, keine Korruption, mein Kind geht in den Kindergarten, ich habe Zugang zum Arbeitsmarkt und Zugang zum Gesundheitsmarkt und habe ein Dach über dem Kopf und genügend zum Essen. Wissen Sie, was der Platz 16 ist? Klima dann vielleicht? Internet, Platz 17, Klima. Okay. So, jetzt sind wir schon bei dem Punkt. Welche Bedeutung hätte es für unsere Bewegung, der ich ja nahestehe, Friday for Futures, diese globale Priorisierung stärker mit an Bord zu nehmen? Denn neben der Frage der Priorisierung geht es auch um die Frage von Opportunitätskosten und Proportionen, also um die Frage,
Wo wird denn das größte Leid, wo wird denn, werden die größten Kosten, wo werden die größten Gelegenheiten nicht realisiert, wo entstehen die größten Lücken? 150 Menschen sterben grob die letzten 10, 20 Jahre pro Jahr am Klimawandel. Das ist eine falsche Zahl, definitiv. Ich hab die Zahl. Also vielleicht auf Deutschland. Nein, es sterben. Wenn es gibt verschiedene Kennzahlen. Du kannst die Dahlinie verwenden, du kannst Todeszahlen, Letalitätszahlen nehmen. Ja. Nehmen wir mal, greifen wir mal eine raus, nämlich die Todeszahlen unmittelbar. Wir sterben 1,8 Millionen Menschen an Unterernährung jedes Jahr. 1,2 an Bleivergiftung. Okay, sind wir beim Vergleichsargument. Das heißt, die Frage der Priorisierung. Wie priorisieren wir einzelne Ziele, soziale hier am Beispiel, mit ökologischen? Ja, aber wie kriegst du es zusammen? Ja, aber wenn ich das richtig verstehe, dann also vielleicht habe ich es falsch verstanden, dann will ich jetzt gar keinen Widerspruch gemacht haben, dann widersprechen Sie mir nochmal. Mhm. Aber es klingt für mich so, als wollen Sie sagen, Moment mal, ja, Klimawandel ist ein großes Problem, aber schaut euch doch mal an, was die Menschen interessiert. Die interessieren andere Sachen auch. Wir müssen den Klimawandel vielleicht mal, das Problem vielleicht mal auf Platz 2 oder 3 schieben. Und Okay. Weil mein Argument ist, all diese Sachen, die Sie aufgezählt haben, mit Haus haben, mein Kind geht in die Schule, Zugang zum Gesundheitsmarkt und so weiter und so fort, das wird alles wegfallen in 50 oder 100 Jahren, wenn wir jetzt im Klimawandel nicht aktiv dagegen gehen. Also, das ist wie wenn ich sage, ich sitze auf der Titanic, sage ich, möchte aber auch an die Bar, ist mir doch egal. Titanic-Argument gehe ich gar nicht mit. Da geht die Wissenschaft mit. Da widerspreche ich an der Stelle widerspreche ich einem Teil der Wissenschaft. Das gehört auch zum Diskurs dazu. Klar. Stell dir mal die Frage oder lass uns mal die Frage stellen: Was kostet uns globale Erwärmung? Also im Jahr gemessen an der Wertschöpfung. Es ist jetzt die, schon die so. Die Kosten, die durch Klimaerwärmung entstehen, die lagen im Sternbericht 2008, glaube ich, 2009, wurden die mit 2%, 1,5 bis 2% veranschlagt. Und jetzt kommen seit der Zeit, hätten wir es damals gemacht, legen wir bei 2%, wären wir gelingen. Das war das gute Präventivargument, der Stern gesagt hat. Also 2% vom Inlandsprodukt. Vom Inlandsprodukt oder vom globalen Weltprodukt. So. Ja. Hätten wir damals 2% abgezogen, beispielsweise von Militärleistungen oder von anderen Dingen, die man nicht unbedingt braucht, dann hätten wir und so weiter und so. Das Argument kennst du. Okay? Es gibt unzählige Modellierungen. IPCC, UN-Mosaik, Stanford-Modellierungen. Zahlreiche andere Modellierungen, die Frage stellen, welche Kosten entstehen die nächsten Jahre mit all den Unsicherheiten, die jede Modellierung ihr habt. Natürlich. Die hast du genauso wie ich, wie diejenigen, die sie machen. Aber was heißt die nächsten Jahre? Die nächsten 5 Jahre sind ich spreche von das Jahr 2050 bis 2070. Ja? Letzte Woche, British Climate Committee kommen zu dem Ergebnis, dass unter Betrachtung des Klimawandels, also nur des Klimawandels, nicht der assoziierten Dinge wie Biodiversitätsverlust oder sozialen Effekten, die Kosten nicht gestiegen, sondern verringert werden. Und zwar deshalb, weil das allgemeine Wirtschaftswachstum, insbesondere unter Berücksichtigung der technologischen Know-how, den in den letzten 15 Jahren ja implementieren, dazu führt, dass wir bis ins Jahr 2050 bis 2070 kumulativ nur noch 0,5 bis 0,7% des Wirtschaftswachstums benötigen würden, um Klimawandel, insbesondere Erneuerbare, umzusetzen. Moment. Nur die 0,5 bis 0,7, die bräuchten wir. Die haben wir nicht. Die geben wir nicht aus. Ist aber gekoppelt mit, also 0,7% immer von der jeweiligen Wirtschaftsleistung, die ja mitwächst. Mhm. Und zwar exorbitant, ich meine ja sogar 2 bis 3%. Derzeit. Wir wachsen, also Covid ausgeschlossen, wachsen wir. Also nochmal. Die tausenden sterbenden Afrikaner kosten uns ja halt auch nichts, wenn die nichts mehr essen können, weil sie nichts mehr anbauen können. Nee, im Gegenteil. Ich würde anders argumentieren. Nur mal diese Rechnung mit, das mal wieder reinzunehmen. Nein, ich würde anders argumentieren. Ich würde sagen, wenn Klimawandel uns 0,5 bis 0,8, sagen wir mal, 1% der Wertschöpfung kostet, jedes Jahr, sagen wir mal, dann ist es bei 80 Billionen ist es Geld. Genau. Und Moment. Und es ist viel Geld. Aber, Herrschaften, es ist nicht das Ende der Welt. Und es ist für mich, Entschuldigung, natürlich,
es ist nicht der Ende der Welt. Und dieses 1% und diese 1,5%, die werden wir durch eine Anpassung des Geld- und Finanzsystems auch hinbringen. Und zwar dann, wenn es uns gelingt, unternehmerische Leistung auch dort zu honorieren, wo sie wirklich in diese Richtung geht und Risiken so zu hedgen oder einzupreisen, dass all das verantwortlich passiert. Aus dem dann, aus diesem Faktum von 0,5 bis 1%, das kann man darüber schreiben, dass es 1,2 sind, wenn es auch 1,5, sagen wir sogar, es wären sogar 2%, das ist das Doppelte von dem, was es angenommen wird. Was übrigens immer noch ein Drittel von dem ist, was wir in Militärausgaben haben. Ja? Naja, Moment. Weil es nur 1,5% sind, aus dem ein Priorisierungsargument zu machen, dass die ganze Welt alles in Klima geben soll, kann ich nicht mitgehen. Und dass wir dann anfangen, sozusagen ein Narrativ nachzulaufen, was mehr durch Angst, mehr durch Apokalypse. Ja, das ist definitiv. Mehr durch Angst oder Apokalypse geprägt ist und nicht durch wirklich intelligente Lösungen, gehe ich dann an der Stelle auch mit der Bewegung, der ich sehr nahe stehe, glaub mir, wirklich sehr nahe stehe, gehe ich dann nicht mit, und zwar, weil sie kontraproduktiv ist. Gut. Ich muss an der Stelle bei der Ausgabe von 0,8 bis 1% des Weltsozialprodukts immer auch berücksichtigen, dass ich hunderte von Millionen von Menschen habe, die einen Job haben wollen. Und die werden alle, Dominik, nicht nur Umweltaktivisten und Experten für erneuerbare Energien werden, sondern die werden auch, unabhängig von den 0,5 bis 0,8%, hier und da auch mal Lehrer oder Ärzte werden und mit dem gar nichts zu tun haben. Und dafür werden wir auch Gelder zur Verfügung stellen. Ja, aber jetzt wird es eine Argumentation super. Es ist ja völlig, völlig uninteressant, wie wir das verkaufen, ob wir es als Apokalypse oder als neue Chance das verkaufen. Ist wichtig. Besser als neue Chance, ganz klar. Mhm. Aber dieses Geldargument, das blendet doch einen, sag ich mal, ich würde jetzt behaupten, entscheidenden Faktor aus. Oh ja. Nämlich den Faktor, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir brauchen nur, jetzt auf Deutschland gerechnet, wir brauchen nur 1,7 Milliarden, um die ausgestorbene Mauerbiene zu ersetzen. Ja. Dieses Geld hilft uns nicht, diese ausgestorbene Mauerbiene zu ersetzen, weil wir sie nicht wir können die Natur nicht bezahlen, dass es sie uns wiedergibt. Das heißt, egal welchen Wert wir darauf setzen, also wir können ja auch den Menschen bewerten, Niere und so weiter, glaube ich, irgendwie eine Millionen etwa. Ja, jetzt verstehe ich das Argument. Ne? Also egal welchen Wert wir darauf setzen, wir zerstören diese Schöpfung. Entschuldigung, da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Schöpfung, ich würde sagen von der Evolution, da kann man auch religiös argumentieren, ist egal. Mhm. Wir zerstören das und glauben, dass wir uns dann freikaufen können. Da stimme ich dir zu. Für all die Spezies, die bereits verstorben sind, die können wir nicht wiederherstellen. Genau, und die weiter versterben. Du kennst das O.J. Wilson-Argument über die Hälfte der Menschheit? Nee, nicht. Man kann auch das leider, muss man leider auch berechnen. Und auch wenn im Umfeld der Umweltbewegung es immer einen aversiven Reflex gegenüber Preisen und Einpreisung, Kommodifizierung gibt. Moment. Wir können 70-80% der Spezies, die gefährdet sind, durch eine Verdopplung der Naturreservate weltweit retten. Das müssen wir jetzt machen. Ja, genau. Und das muss man jetzt machen. Und weißt du, was man da braucht? Da brauchen wir 150 Milliarden. So. Und wiederum geht es darum, dass wir den richtigen Preis finden, dass wir sagen, wir brauchen jetzt dieses Geld, weil wir genau feststellen, wenn wir das Geld investieren, haben wir einen Return beispielsweise, einen Faktor 10, Faktor 50, Faktor 100, weil wir für die nächsten Generationen, für die nächsten Jahrhunderte Lebewesen, auch Erbgut, auch die Diversität des Ökosystems schützen, um auch in Zukunft nachhaltig zusammenleben zu können. Das heißt, 150 Milliarden, Verdopplung der Naturreservate, sind notwendig. Und wiederum geht es nicht um die Frage von Marktwirtschaft oder Nicht-Marktwirtschaft, sondern die Frage, wie generieren wir diese 150 Milliarden Liquidität, damit wir genau das geregelt bekommen. Und es macht wiederum kein Amt und keine Partei, sondern es machen NGOs, die unterfinanziert sind, und es machen Kleinunternehmer vor Ort. Aber es gibt ja auch ganz andere Ansätze. Also zum Beispiel, dass man sagt, man koppelt, also unsere Vorstellung von Wachstum, also unsere Vorstellung, wenn wir über Wirtschaft reden und das Wort Wachstum fällt, dann gehen im Kopf die Zahlen hoch, die Gewinne hoch. Mm. So, kann man Wachstum vielleicht nicht mal anders denken, dass man sagt, Wachstum qualitativ, die Qualität geht hoch
und nicht mehr die Gewinne. Denn sind ja die Debatten, jetzt kommt ein interessanter Gedanke, nämlich in dem Moment, wo alle eine Waschmaschine gekauft haben, die ein Leben lang und Generationen hält, wird die Firma pleite gehen. Aber es sind ja alle versorgt. Wenn wir das jetzt erweitern auf alle Produkte, die wir brauchen, das Einzige, was immer wieder kommen muss, ist natürlich Nahrung, Klamotten, irgendwann auch immer mal wieder eine Waschmaschine, aber was permanent immer wieder kommen muss, ist erstmal nur Nahrung. Wenn wir das auf alles aufteilen, dann sind wir irgendwann an der Lage, wo wir sagen, wir haben so hochwertige Qualität, wir haben so gute Reparaturmöglichkeiten und so weiter. Wir können die meisten Firmen stilllegen. Es reicht, wenn man 8 Stunden am Tag arbeitet, aber auch nur noch einen Tag die Woche, weil man nicht mehr hinterher rennt, immer größer zu sein als der Nachbar, sondern tatsächlich natürlicher wieder an den Punkt kommen, wo man sagt, das ist ja nicht gegen Wirtschaft, das ist ja nicht gegen ein gesundes, bequemes Leben, aber zu sagen, oh, was, er hat einen Fleck, ich schmeiße ihn weg und kaufe einen neuen. Und diese Frage, wie wir leben wollen, die wollen wir doch beide in offenen Gesellschaften beantworten, völlig, nicht völlig in Autokratien. Und zu der Frage gehört auch, dass es vielleicht einen erheblichen Teil auch deiner Geburtskohorte gibt, die genau das nicht teilen, weil sie sagen, ich möchte mich weiterentwickeln, qualitativ, vielleicht auch quantitativ. Ich möchte mir vor allem nichts sagen lassen durch irgendeine Bewegung, wo ich weniger oder mehr und wie viele Waschmaschinen ich kaufe. Ja, aber denn, warum denn immer dieses Gefühl, man wäre da angegriffen? Also ich könnte jetzt genauso sagen, ich will ja nicht, dass man mir das qualitative Wachstum verbietet man mir nicht. Okay, dann ist gut. So, also ich habe vor 20 Stimmt Jahren, hätte ich schon Abzweigung machen können, hätte ich mir das Haus hier gekauft, in dem wir gerade sitzen. Ja. Ich habe mich für was anderes entschieden. Ist also, schön. Ne, es ist ja nicht gleich ein Angriff, sondern okay, dann eher ist es ja gut. Ein Denkanstoß. Dann ist, ja, genau, dann machen Sie so und ich mache es anders. Genau, aber da kommen immer die entscheidenden Punkte. Meine Freiheit hört bei der Freiheit des anderen auf. Mhm. Und beim qualitativen Wachstum wird die Freiheit des anderen viel weniger berührt als beim quantitativen. Wenn ich sage, ich nehme mir einen dieser Stühle, die hier sind, den nehme ich mir jetzt und den tue ich mir schön machen, qualitatives Wachstum, dann haben Sie genug Stühle zum Sitzen. Wenn ich aber quantitativ wachsen will, ich will mir alle Stühle nehmen, dann sitzen Sie irgendwann auf dem Boden. Dann hat meine Freiheit Ihre berührt. Ja, ja. Und das ist ja so ein Grundproblem unserer Art zu wirtschaften. Also nicht, dass wir grundsätzlich wirtschaften, sondern unsere Art zu wirtschaften. Wenn Sie sich Ihren Stuhl zurechtschnitzen, ich mir meinen zurechtschnitzen, und dann gefallen die uns irgendwie, dann tauschen wir die, dann haben wir ja auch eine Wirtschaft, vielleicht 2 gegen 1 Stühle oder so, ne? Aber das ist ein qualitatives Denken. Ja, ja. Mehr qualitatives Wachstum. Ist das im Finanzmarkt möglich, wo es ja nur um Zahlen geht, die größer oder kleiner werden können? Ja, aber die Zahlen, die größer und kleiner werden, wenn sie nun richtig größer und kleiner werden. Sie werden ja nicht schöner geschrieben, das wäre ja Qualität. Genau. Wenn sie vor allem die richtigen Preise abbilden, ja, immer vorausgesetzt, dann ist es ein wichtiges Instrument, das wir brauchen für mehr qualitatives Wachstum. Dann. Ist das nicht eher ein Symptom? Also, dass hinterher kommt, der Preis kommt nach dem Produkt? Ja, manchmal ist es auch so, dass vor allem in den Finanzmärkten ja auch zukünftige Entwicklungen eingepreist sind. Ja? Und damit nutzen wir diese Information in der Abbildung eines gegenwärtigen Werts und Preises, was nicht zwangsläufig schlecht ist, sondern hilfreich ist. Ja, wir haben das im Umfeld der Covid-Pandemie gesehen, dass beispielsweise diese V-förmige Veränderung auf den Finanzmärkten, die war nicht angetriggert durch die realen Toten an Virusinfizierten, sondern an den Klicks bei Google und Facebook. Und wohl auch, aber das würde ich jetzt mutmaßen, ohne es genau geforscht zu haben, wohl auch an den wirtschaftlichen Punkten einfach. Es kommt weniger Ware ins Land, es wird weniger gekauft. Egal, ob die Leute tot sind oder nicht. Ja, so. Aber auch die realökonomische Entwicklung ging eine Entwicklung auf den digitalen Aktivitäten voraus, statistisch, um einige Tage oder Wochen, interessanterweise. Ja. Und nochmal, die Entscheidung, dass Sie sagen, Sie möchten jetzt eher, ich provoziere jetzt. Bitte gerne. Ja, Sie möchten jetzt eher auf einem Baum leben, ja, und möchten eher mit einem Plakat durch die Straße gehen und am Freitagnachmittag nicht mehr in die Schule und Bildung spielt so keine Rolle mehr, weil die Welt geht in 10 Jahren unter. Ich provoziere jetzt, weil es ja um mehr geht als nur um Sie und mich. Beherrscht gerade den Reflex, weil das alles nicht stimmt, aber ja, machen Sie weiter. Ja, zu diesem Lebensentwurf, ja, muss es auch den Lebensentwurf geben von Menschen, die sagen, ich nehme jetzt, investiere in meine Bildung, investiere in das, was mir als Talent vorgegeben ist, riskiere ein privatwirtschaftlich mein Geld oder meinen Einsatz über Jahre hinweg,
in vollem Risiko und voller Verantwortung, auch mit dem Wissen, dass ich vielleicht scheitern kann, aber ich habe das getan in Freiheit und Verantwortung. Sie sprechen mit jemandem, der seit 20 Jahren selbstständig ist? Ja, ich habe es jetzt nicht persönlich angesprochen, sondern ja, ich verstehe. Wollte es nur ganz allgemein sagen. Verstehen Sie? Genau, aber da komme ich wieder. Warum diese Opposition? Also warum es gibt nur die und die? Also, nee, so einfach ist es nicht. Wenn wir uns einigen, dass Klima alles ist und alles andere nachgeordnet ist, dann entsteht eine Opposition, die ich nicht mitgehe. Nee, also wir müssen uns wohl einigen, dass wenn dieser Planet, auf dem wir uns befinden, dessen komplettes Lebenssystem, nicht Ökosystem, sondern das komplette Lebenserhaltungssystem, das Raumschiff, das uns vor dem todbringenden Weltall schützt, dass wenn das nicht mehr so schützend ist oder so komplett kaputt geht, dass dann alles andere obsolet ist. Dann ist jeder Wirtschaftsgedanke obsolet, dann ist auch jeder religiöse Gedanke obsolet, weil keine Menschen mehr, keine Religion. So, und das Ganze... Ist das nicht vielleicht doch, weil es gerade so wackelt? Also momentan ist ja dieses Ding so in Gefahr. Dieses Raumschiff hat viele Lücken, überall fliegt die Luft raus, überall irgendwie die Treibstoff funktionieren nicht mehr, es brennt im Laderaum. Ist es dann nicht genau an dem Punkt, wenn Sie sagen, aber ich will nicht nur mich um das Raumschiff kümmern, sondern ich will mich auch ausleben als Forscher auf diesem Raumschiff. Ist es nicht in dieser Situation elementar zu sagen, jetzt müssen wir das Raumschiff retten. Jetzt erst alles hinten dran, ja, weil sonst ist alles andere auch weg. Nee, ja. Und es kostet uns 0,5 bis 0,8% des Sozialprodukts. Wenn wir alles, was wir kaputt machen, bezahlen können. Wenn wir einen Supermarkt haben, der auf der Venus steht, wo wir hinfliegen, okay, wir sind die Pflanzen, müssen wir neu einkaufen. Aber das haben wir nicht. Nein, wenn Geld ist ja nur ein theoretisches Abbild von dem. Wir geben dem einen Preis. Aber ich kann ja auch dem Herr Englisch, der hier sitzt, einen Preis geben, kann sagen, der ist jetzt 5 Euro wert, gebe ihm einen Zehner dafür, dass ich ihn mit dem Auto in den Fluss schmeiße. Ja, das ändert nichts daran, dass es ihm damit schlecht geht. Nee. Mein Argument ist ein anderes an der Stelle. Mein Argument ist, wenn wir das in der Weise priorisieren und dafür 0,5 bis 1% des Sozialprodukts ausgeben, lasst uns doch gucken, wie wir das Geld herkriegen für diese 0,5 bis 1%. Erstens. Zweitens, lasst uns gucken, wenn wir die Gelder nur umlenken, also über Steuern und Ausgaben in diese Dekarbonisierung, dass wir uns auch tief in die Augen gucken und sagen, dass in dem gleichen Umfang, wenn wir sonst nichts ändern, ceteris paribus, wir müssen viel ändern, wenn wir nichts ändern würden, produzieren wir Opportunitätskosten, die gehen uns durch die Decke. Im sozialen Bereich und im Bereich ganz anderer, wie zum Beispiel Naturreservate, Pandemien und so weiter. Das heißt, wir müssen anfangen, diese Dinge in die richtige Verhältnis zueinander zu setzen. Und wenn wir dann nur auf die Straße gehen und nur für Klimaschutz plädieren, wissend, dass 85% des Artenverlustes nicht durch Klima, sondern nur 15% grob durch Klima beeinflusst sind, dann haben wir ja schon mal eine ganz andere Ziel, dann haben wir eine Zweierzielsetzung. Wenn wir eine dritte Zielsetzung dazu nehmen, man spricht ja heute von der Triple Krise, und die ganzen Pandemien dazu nehmen, die die nächsten Jahre noch auf uns zukommen und gucken, wir werten, mit großer Wahrscheinlichkeit, stellen wir eben noch die grundlegendere Frage, welche Art von Wirtschaften brauchen wir? Brauchen wir viel mehr an Regionalwirtschaft, viel mehr an Resilienzwirtschaft und so weiter und so weiter? Wer es uns ermöglicht, sozusagen mit Pandemien richtig umzugehen, mit Artenverlust richtig umzugehen und mit Klimaschutz umzugehen, ist diese initiale Priorisierung aufgehoben zugunsten eines Spektrums von zahlreichen Fragestellungen, die wir zu beantworten haben. Okay, ja gut. Und dann sind wir wegen was anderem auf der Straße. Entschuldigung, Don, dann sind wir wegen was ganz anderem auf der Straße. Wegen den einzelnen Aspekten, die sich unter dem großen Ganzen verstecken. Und das große Ganze ist nicht nur Klimaschutz. Natürlich nicht. Ah ja, jetzt sind wir, okay, das wollen wir festhalten. Es ist völlig klar, dass die Vermüllung der Meere zum Beispiel, wir können heute aufhören mit CO2 und trotzdem werden die Insekten sterben, weil sie keine Fläche haben, weil alles weg ist, wo sie Insekten haben in Städten, mehr Nahrung als auf dem Land. So ist es. Da muss man sich, also das... Ich verfolge die Idee, den Ansatz grundsätzlich, dass man, okay, ich habe hier ein Problem, das tritt auf, was auch immer das ist, meinetwegen mehrere korrelierende, wie auch immer. Und dann schaue ich, was steckt da, woher kommt's? Was gibt's Lösungsansätze und so weiter? Und je tiefer ich an den Urgrund, also an die Basis des Problems komme, also nicht am Symptom, sondern am Urgrund. Sie als Psychologe können das ja bestätigen auf der menschlichen Seite, dass ich nicht am Symptom, klar, man kann auch vom Symptom kommen, Verhaltens und so weiter, aber letztlich, wenn ich am Urgrund greifen kann, an der Ursache, Radix, die Wurzel,
da sollte ich meinen Änderungsansatz hinlegen, sagen, aus dieser Sicht. Ja. Und diese Sicht ist ja dann letztlich, und da kommen wir eben über den Klimawandel hinaus, da kommen wir auch auf die Vermüllung der Meere und so weiter. Mhm. Egal, wie wir es drehen wenden, egal, was wir anschauen. Mhm. Und wenn es nur irgendwelche komischen, verwirrten Alkoholiker sind, die in einem Zwinger eine Katze quälen, was dem Klima und der Umwelt erstmal gar nichts macht. Mhm. Unsere Grundhaltung, und das ist eine Überleitung, unsere Grundhaltung kulturell zu der Welt, auf der wir leben. Mhm. Und diese Grundhaltung ist die eines Herrschers, der ausweitet, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und da müssen wir was dran ändern, denke ich. Ich würde jetzt mal kurz das ansprechen, was auch vorgeschrieben ist, schon mal, glaube ich, reingelesen, weil das, finde ich, ist damit sehr verbunden. Wir sind eine nichts gegen Religion. Es ist ein Aspekt jetzt. Ich spreche nicht allgemein gegen Religion, sondern nur gegen einen Aspekt. Das ist sehr sympathisch. Das hätte ich vielleicht am Anfang sagen, grundsätzlich übrigens. Das ist so meine Denke. Manchmal klingt es allgemeiner, als es gemeint ist. Jeder soll darf glauben, was er möchte. Und da bin ich der Letzte, der sagt, ich weiß es besser. Mein Nicht-Glauben ist auch nur ein Glauben. Aber jetzt haben wir Einfluss auf Kultur, zum Beispiel durch die 10 Gebote. Die sind für uns kulturell ein großer Impact. Das erste Gebot, wenn man es das erste, das wichtigste Gebot. Ich lese nochmal vor, weil man kennt ja immer nur dieses, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Mhm. Es heißt im Vollen und Ganzen, dazu muss man wissen, dass in archaischen Zeiten, in denen das entstanden ist, hat man zum Beispiel seine Kuh, die einem das Überleben durch Käse machen, Milch geben und so weiter, Überleben geschenkt hat, einen gewissen Glaubensblick angebetet, auch mal ein Schnitzbild gemacht für diese Kuh, um ihr zu huldigen. Man huldigt dem, was einem das Leben schenkt. Jetzt heißt es im ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, und das ist eine reine Naturaufzählung, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das klingt für mich wie eine ganz klare kulturelle Veränderung. Die erste kulturelle, die vorherige Situation ist die, ich bewege mich in einer Welt, die mir irgendwie das Leben schenkt, aber auch bedroht, der Löwe bedroht es, die Bäre schenkt es mir und so. Und alles wird irgendwie mit einem religiösen, wildes Denken, urtümlich, archaisch, mit einem, wird so betrachtet wie, boah, dieser Orangensaft, diese Orange, der gebe ich jetzt einen Zauber. Und dieser Zauber ist aber nicht riesengroß wie Gott im Christlichen, zum Beispiel muslimisch und so weiter, jüdisch, sondern es ist nur ein kleines Göttchen, eine kleine Gottheit, ein kleiner Geist, im Negativen kleine Dämon. Damit ist alles, aber ich setze mich mit der Natur auseinander. Ich gebe irrationale Liebe und irrationales Erklären in meine Welt. Und jetzt sagt dieser Gott, nein, all dieses Erklären gibst du nur in mich. Was wollen Sie damit sagen? Na, das wäre eine kulturelle, also bei diesem Abdruck. Also dieser Abdruck ist ja... Also Sie beschreiben jetzt historisch den Übergang vom Animismus zum Monotheismus. Genau, und das an diesem Beispiel... Ja, diese, was wollen Sie damit sagen? Naja, also wenn oder was wollen Sie an dem Punkt mit mir diskutieren? Ich will Sie fragen, wie Sie dazu stehen, als Christ eben auch und als Psychiater, der Psychologe, der hier sich mit auskennt, mit diesen Mechanismen. Ich weiß. Ist das ein entscheidender Einfluss auf unser heutiges herrschaftliches Umgehen mit der Natur? Also wie viel Einfluss steckt in solchen Aussagen von solchen... ja, Gleichschaltungen letztlich. Man schaltet das magische Gefühl gleich auf eine Figur, Gott, und sagt gleichzeitig, du darfst das andere nicht mehr magisch betrachten. Ja, ich meine, zum einen mal gibt es ja nicht nur monotheistische Religionen, sondern auch polytheistische Religionen. Es gibt Religionen, die nicht ein Narrativ folgen, bei dem ein alter Mann... unsere Kultur geprägt hat. Ein alter Mann mit einem Bart entscheidet, ob man eine Freundin haben darf oder nicht, oder ob man einen Acker bestellen darf oder nicht, oder seinen Freund, wie auch immer, oder seinen Feind schlagen darf oder nicht, sondern es gibt da Religionen, die ganz andere geistige Voraussetzungen haben. Ja. Aber es ist die westliche Kultur und wohl auch die monotheistischen Religionen, die diese Distanz hergestellt haben vom Animismus zur monotheistischen Religion, indem sozusagen das Geistige oder das Spirituelle, das Belebte aus der Natur herausgenommen haben und die Natur gewissermaßen im Einzelnen übergeben haben. Und da in dieser Betrachtung, in dieser monotheistischen Betrachtung, wenn du so willst, liegt sicherlich ein geistiger oder kultureller Hintergrund, der auch wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir in den Folgejahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden genau diesem Narrativ gefolgt sind und gesagt haben, ja, Gott ist hier oben und die Natur, mit der Natur kann ich machen, was ich will.
Ja. Nur macht sie euch untertan. Ja, und so weiter. Ja. Ja. Wieder ein Beispiel dafür, dass es die Narrative sind im Kopf, die darüber entscheiden, wie wir mit uns selbst, untereinander und auch mit der Natur umgehen. Denn in allen Religionen, ja, nicht nur in der christlichen, monotheistischen, auch in der jüdischen Kabbala oder auch im Hinduismus, im Buddhismus und in vielen anderen Religionen, gibt es neben diesen eher konventionellen Betrachtungen immer auch mystische Traditionen. Alle, die machen in den, auf der numerischen Ebene vielleicht 3 oder 5% aus. Ja, bei den Christen sind es die Mystiker des Hochmittelalters. Ja, die Freimaurer sind jetzt humanistisch und weniger, ist ein weniger, ja, geht auch in die Richtung. Aber im Kern würde ich dafür plädieren, dass wir anfangen zu unterscheiden zwischen Religion und Spiritualität. Definitiv. Und wenn wir über die Zukunft der Religion sprechen, müssten wir über die Zukunft der Spiritualität reden, letztlich. Ja, weil die Narrative, die uns die Religion zur Verfügung stellen, ja, paternalistische Narrative, monotheistische Narrative, an der Stelle die Realität, in der wir im Anthropozän leben, nicht mehr hinreichend abbilden, semantisch. Ja. Wenn Anthropozän heißt, alles ist mit allem vernetzt und wir gleichzeitig innerhalb von planetarischen Grenzen Entscheidungen treffen müssen. Und diese Entscheidungen selber treffen müssen vor dem Hintergrund unseres eigenen begrenzten Verstandes und Denkens und Informationsstandes. Ja? Und gleichzeitig aber auch konzidieren, dass wir als Menschen auch spirituell sind. Das heißt, die Fähigkeit haben, eine Beziehung zum Absoluten herzustellen. Ja? In allem und jedem. In der Naturmystik, in der Gottheitsmystik, in der Nirvana-Mystik und so weiter. Dann ist für mich das geistige und spirituelle Korrelat zum Anthropozän genau jenes, nämlich die Fähigkeit, in einen Bewusstseinszustand zu geraten, der es uns erlaubt, das Geistige und Lebendige in allem wiederzuerkennen und damit sich selbst auch in allem wiederzuerkennen. Und aus diesem mentalen Umzug, wenn Sie so wollen, oder aus diesem mentalen Weiterentwicklung entstehen dann auch neue Narrative, neue Geschichten über die Welt, neue Formen der Erziehung im Umgang mit Kreativität und Selbstverwirklichung von Individuationen. Durch solche Narrative und durch solche spirituelle Praktiken, richtig verstanden, entstehen auch neue Formen von Technologien in Forschung und Entwicklung, neue Formen von Governance, neue Formen von Politik, neue Formen des Zusammenlebens, lokal, regional, kontinental, aber auch neue Formen des Geld- und Finanzsystems. Naja, anders fühlende und anders handelnde Menschen, und wenn die ein Haus bauen oder ein Finanzsystem, sie bauen es anders. Das ist klar. Genau. Wer gierig ist, baut anders als wenn ich gierig ist zum Beispiel und so weiter und so fort. Mhm. Sehen Sie da vielleicht die Kirche heute als definitiv an einem Scheideweg, das ist ja klar, aber auch in der Chance, also ich tue mir immer schwer damit, also auch wenn ich kritisch mich unterhalte und gerne mal den Finger da reinwege, wo ich meine, das ist eine Wunde, aber ich tue mir grundsätzlich schwer damit zu sagen, das machen wir jetzt platt, bumm, nee, sondern ich bin nicht gläubig und würde mich trotzdem freuen, wenn zum Beispiel die Kirche, die ja einfach einen riesigen Einfluss hat, von ihrem Natur auch sexualfeindlich, das ist ja auch Natürlichkeit, die da weggedrückt wird, ne? Also das Sexualität, ohne Sexualität keinen Mensch der Natur bewundert und es und so weiter. Ne? Also wäre das nicht eine Chance, bei dieser doch sehr großen, auch wenn sie kleiner wird gerade, aber doch sehr großen Institution, das eigene Narrativ zu ändern, und zwar muss dann wohl radikal sein, um wieder dieses Ehre auch das Geschenk, also Ehre das Paradies, das Gott dich gesetzt hat, und asphaltiere es nicht zu. Karl Rahner, der große katholische Theologe des 20. Jahrhunderts, hat einmal gesagt, der Katholizismus im 21. Jahrhundert ist mystisch oder es gar nichts. Okay. Ja. Mystisch, aber also in Form mystisch, von Naturmystik? Nee. Mystisch im Sinne von spirituell oder es gar nichts. Die reine organisatorische, administrative Form des Glaubens an eine Organisation, an Vorgesetzte, an Hierarchien, welche in jede Glaubensgemeinschaft hineingehört übrigens, weil sie eine sehr hohe Kohäsionsfähigkeit hat. Sie schafft sehr viel Zusammengehörigkeit und Gruppen,
Zugehörigkeit und die ist für viele Menschen eine wichtige Erfahrung. Die können sie nicht auch in Parteien erleben und in Vereinen und in Clubs und NGOs, aber sie können sie auch und insbesondere in Religionsgemeinschaften erleben. Und diese Gruppenerfahrung, diese Zugehörigkeit, diese Form der sozialen Kohärenz, die wird ja in spirituellen Praktiken sozusagen überwunden, weil es darum geht, dass der Einzelne, das Individuum, das Ego, die Person eine Beziehung zum Absoluten herstellt und gerade die Konventionen und Regeln und Rituale des Sozialgefüges hinter sich lässt. Und auch wenn Sie jetzt nicht spirituell sind, sind Sie es doch. Sie wissen es nur noch nicht. Ich weiß, dass ich spirituell bin. Ich bin nicht religiös. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ist das vielleicht was, was uns sehr fehlt? Auch jetzt nochmal auf dieses rein technisierte, wir müssen möglichst viel wirtschaften aus diesem Boden holen. Gesellschaftlich gesehen fehlt unserer Gesellschaft eine echte Spiritualität? Ja, vor allem, glaube ich, fehlt uns eine Anleitung und eine Einführung in die richtigen Praktiken. Ja. Ja, das ist die Anleitungen sind sehr heterogen, stellenweise auch unprofessionell oder auch kommerziell angetrieben. Viel Management und so weiter. Und wenn man da den richtigen Weg durchfindet, steckt im Kern doch sehr viel Wahrheit, was, glaube ich, die Zukunft unseres Zusammenlebens ganz wesentlich mitprägen wird. Also ich kann mir das ohne das gar nicht vorstellen. Ich persönlich bin ja stark in der Fastentradition verankert. Ich selber faste bis zu 150 Tage im Jahr und habe darüber einen Weg gefunden, wechselnd immer wieder, und bin durch die Mystik der Wüstenväter zum einen und zum anderen auch durch die Erfahrungen im buddhistischen Zen und im Yoga geprägt, und wir, Teile davon werden auch hier im Haus sozusagen mit Mitarbeitern umgesetzt und angewandt. Und im Kern geht es ja darum, dass sie all diese Dinge eigenständig an sich und durch sie selbstwirksam wahrnehmen. Und um das machen zu können, als Einzelperson, wird es ohne Liberalität nicht gehen. Und nicht ohne Ruhe. Ja. Das ist ja wieder diese wo sagen Sie, unsere Art zu wirtschaften, sollte den Leuten mehrere Dinge geben. Sie soll den Leuten eine Grundsicherheit geben, rein wirtschaftlich, Essen, also Basic Hausdach, Needs nach unten. Basic Needs. Sie sollte uns die Freiheit geben, die dem anderen die Freiheit nicht einschränkt. Kreativität, Neugier, Verhalten, unternehmerischer Mut. Und darüber hinaus sollte sie uns nicht stressen. Weil das ist ja klar. Wo gehen die Gruppen hin, wenn sie eine Meditation machen? Am Bahnhof, zwischen die Gleise, damit es schön laut ist und was zu hören? Natürlich nicht. In einen Raum, Ruhe, Natur, Ruhe. Genau. Und dann auch wieder der Punkt so, Herr Brunhuber, jetzt haben wir gerade noch 2 Minuten, jetzt meditieren Sie mal kurz für mich, zack. Nee, man braucht ja erstmal ein bisschen Zeit. Und bei all dem, was Sie jetzt sagen, Dominik, und bei dem ich jetzt auf weiten Strecken das wiedererkenne, was meine offene Gesellschaft nennt, ja? Bei all dem gibt es immer auch und unhintergehbar etwas wie personale Verantwortung und personale Freiheit. Gesellschaften denken nicht, nur Einzelmenschen denken. Und wenn wir uns an der Stelle einigen könnten oder treffen könnten, dass wir sagen, lassen Sie uns an einem gesellschaftlichen Zusammenleben arbeiten, das uns mehr Freiheitsgrade ermöglicht, im Kleinen wie im Großen, genau das zu realisieren, von dem wir jetzt sprechen, dann werden wir übrigens diesen jetzt anstehenden, jetzt muss ich große Worte verwenden, aber die gehören jetzt hierher, diesen anstehenden Systemclash zwischen offenen Gesellschaften auf der einen Seite und digitalen Autokratien auf der anderen Seite. Dann nicht nur digital, aber auch, na klar, Entschuldigung. Zwischen offenen Gesellschaften auf der einen Seite, die Liberalität im Mittelpunkt stehen, weil Freiheit uns genau das ist, was wir brauchen, und Autokratien, vor allem digitale Autokratien, digital gestützte Autokratien. Nur, dass ich kurz sortieren kann, um zu wissen, was Sie meinen mit digitalen Autokratien. Eher sowas wie Google hat eine Nein, oder? Auch, aber erst unter digitalen Autokratien politische Systeme, die digitale Technologien nutzen, dann werden wir diesen System-Clash die nächsten Jahre gewinnen. Und zwar deshalb, das ist meine These, weil offene Gesellschaften Voraussetzungen schaffen, die Autokratien aus sich heraus nie schaffen können, aber jene missbrauchen. Und dazu gehört die Preisbildung auf fairen Märkten,
die Kreativität eines Bildungssystems, eine Zivilgesellschaft, die frei, offen, kritisch und fair diskutieren kann, ein investigativer Journalismus, der wirklich radikale Fragen stellt an jeden und jeden und immer, und eine Forschungsgemeinschaft, die radikale Fragen nach Wahrheit und Problemlösung stellen kann. Und das alles gibt es nur in offenen Gesellschaften unter der Annahme von Liberalismus. Und all das wird natürlich derzeit und auch die nächsten Jahre von Autokratien genutzt, missbraucht, um sich selber zu stabilisieren. Ich würde nur spontan sagen, also wenn man von Autokratie, es ist ja ein Wettbewerb und da hat ja jeder seine Wettbewerbsvorteile. Jetzt freie Demokratien, nennen wir es jetzt mal ganz holzschnittartig Demokratie, freie Gesellschaften und Autokratien. Ich sehe jetzt einen Vorteil, den Autokratien haben, nämlich, dass sie ganz einfach Sicherheit geben können und deswegen reizvoll sind für die Leute. Ja, sie schaffen eine Illusion von Information, eine Illusion von Sicherheit, die es im Zeitalter des Anthropozäns gar nicht gibt. Die Gesellschaften, die flexibel sind, die anpassungsfähig sind, die auf Kreativität, Freiheitsgrade, Mut, Engagement und Wahrheit setzen, werden diese Auseinandersetzung gewinnen. Und auch wenn vorübergehend jetzt digitale Autokratien groß erscheinen, mächtig erscheinen, technokratische Einzellösungen durchregieren, entsteht wahrhafte Gesundheitspolitik oder wahrhafte Forschung und Grundlagenforschung in erster Linie in Inseln offener Gesellschaft, wo Forscher frei denken können. Und nicht in Parteibroschüren, die uns sagen, was wir zu machen haben. Um diesen Kampf auch zu gewinnen, also wie gesagt, ich würde trotzdem behaupten, dass eine Autokratie sehr einfach fällt, Basic-Sicherheit zu geben. Hier ist die Wohnung, hier ziehst du rein, Punkt. Aber du hast die Wohnung. Aber nur solange sie durch Mechanismen gewährleistet ist, klar, die selber aufs Wissen sich speist, die Autokratien selber nicht generieren können. Das geht diese Dialektik mit diesem Zentrum. Ich will kurz mal anders hin, nämlich einfach, okay, dass man schaut, also was spricht für den Gegner, was zieht Menschen zum Gegner? Also ne, warum gibt es auch 3-4 Leute, die in die DDR geflohen sind zum Beispiel, ja, und nicht in die andere Richtung? Ja. Um zu schauen, dass die nicht gewinnen, keiner von uns will eine Autokratie, ich glaube völlig klar, um zu schauen, dass wir die nicht bekommen, die Autokratie, dass die nicht gewinnen, ja, ist natürlich so interessant zu sehen, okay, bei dem Sicherheitsargument würde ich schon noch bleiben. Eine Autokratie kann sich ganz einfach hinstellen, kann sagen, du kriegst einen Platz im Militär, hast immer zu essen, deine Kinder werden ernährt. Super einfach. Da tun wir uns schwerer. Als Freiheit ist natürlich auch immer eine Frage des Risikos. Wäre, um diese Disharmonie an diesem einen Punkt auszugleichen, ein übrigens ja wirtschaftlich durchaus nützliches wahrscheinlich, man weiß es nur in der Theorie, aber in der Theorie ist es ja gut erforscht, ein Grundeinkommen, nicht eine Lösung, dass auch diese, auch den freiheitlich riskanten Gesellschaften. Aber Dominik, da musst du einfach nur ins Schriftum rein. Die Idee der offenen Gesellschaft, von der wir jetzt gerade als Systemrelevanz hier sprechen, Abgrenzung zur Autokratie, die Idee, die damals ja von Karl Popper 1945 aufgelegt wurde und dann über Jahrzehnte hinweg zur Grundidee des politischen Liberalismus gehört hat und jetzt übersetzt wird ins 21. Jahrhundert, in seiner Auseinandersetzung damals mit Faschismus und Stalinismus, mit den Totalitarismen, genau, heute in Auseinandersetzung mit den Autokratien und nach außen und mit den Populismen nach innen. Ja? Und mit den eigenen Fehlern, die zum Klimawandel führen. Ja, und mit der Nachhaltigkeitsfrage. Die wird an der Stelle, weil du sagst, Sicherheit, immer schon, da würde ich einfach nur um die Rezeption der entsprechenden Texte und der Diskussionsbeiträge bitten, immer schon mit der Idee des Grundeinkommens assoziiert. Die Frage ist aber an Sie, sind Sie, also würden Sie klar, das? Okay, ja klar, ja klar, aber die Frage ist, wie wir das machen. Ja, gut, da muss Milton Friedman hat vor 50 Jahren schon Modelle der negativen Einkommensteuer eingeführt. Alles komplex und eigenes Thema wert, aber in der Sache geht es um Basic Needs, in der Sache geht es um Liberalität im 21. Jahrhundert. In der Sache geht es um Stabilisierung und Sicherheit nach unten, die nicht verhandlungsfähig ist, aber um Freiheitsgrade nach oben innerhalb von planetarischen Grenzen. Wenn wir das hinbekommen, werden wir als Mitglied einer offenen Gesellschaft nicht nur anpassungsfähiger, nicht nur flexibler, sondern wir werden auf die großen und komplexen Herausforderungen im Anthropozän die besseren, die attraktiveren Lösungen haben wie digitale Autokratien.
wir haben die Freiheit, sich auszuleben, als nicht als Lösung, sondern als Vorteil. Also ja, wir können es das nicht letztlich. Nicht in der Tradition des kritischen Rationalismus von Karl Popper und Dahrendorf geht es in erster Linie darum, wir wissen alle viel zu wenig. Wir sehen es jetzt im Umfeld der... Als Einzelperson und als Kollektiv. Wir wissen viel zu wenig. Und wir müssen ständig auf dem Boden eines Zeitdrucks und von relativer Unwissenheit und inkomplette Information Entscheidungen treffen. Immer. Das sehen Sie jetzt bei den... Das wird sich alles ändern. Also am Biertisch würde ich jetzt sagen, na Moment mal, wir wissen so viel, wir tun es noch nicht anwenden. Da muss man in spezielle Details gucken. Und weil wir eigentlich immer unter Zeitdruck mit inkompletter Information und relativer Unwissenheit Entscheidungen treffen müssen, bleiben die immer unvollständig. Und sie dienen dazu, vorübergehende Probleme zu lösen, die dann wieder revisionsfähig sind und fehlerfreundlich korrigiert werden müssen. Und diese Beziehung von Kritik, Fehlerfreundlichkeit und Revision, die wird nur in offenen Gesellschaften perfektioniert. In Autokratien gibt es keine Kritik, da gibt es Zensur. Da gibt es Menschen, die eine Parteibroschüre verfasst haben, wo irgendetwas drinsteht, was alle glauben müssen oder nicht glauben müssen. Und die, die es nicht glauben, die sollten das nicht zeigen. Die sollten das nicht zeigen, beziehungsweise die sind an der Stelle schädlich fürs System. Und diese Systeme, ich glaube, wissen Sie, im Kern glaube ich, dass wir mit dem Konzept des politischen Liberalismus jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren im Grunde genommen einen Systemvorteil haben gegenüber digitalen Autokratien, dessen wir uns noch gar nicht richtig bewusst sind. Und dessen bewusst zu werden, würde bedeuten, dass wir ihr Potenzial und ihre Kreativität auch maximal auf die Straße bringen. Haben wir da auch einen Vorteil gegenüber dem Umgang im Vergleich zu Autokratien mit dem Klimawandel? Na ja klar, vor allem mit dem Klimawandel. Also Populisten nach innen, Autokratien nach außen und Klimawandel. Schauen Sie, nehmen Sie sich an, die Grundlagenforschung in der Entwicklung eines Impfstoffs. Der Umgang von Preisbildungen auf Märkten. Wie soll ein Parteifunktionär wissen? Wie soll der das wissen? Das ist keine Kritik an den Parteifunktionär. Nochmal. Wie soll der, wenn er sich selber nur hinsetzt und sagt, woher soll er wissen, wie teuer etwas sein soll? Das kann doch nur ein Markt. Wie soll er wissen, wenn er dem Forscher nicht die völlige Freiheit an kreativer, kognitiver, intellektueller Freiheit gibt, herauszufinden, wie der Mechanismus eines mRNA-Impfstoffs aussieht. Ich habe einfach ein Problem damit, also nicht damit, verstehen Sie mich falsch, also natürlich sollte alles einen Preis haben, also natürlich sind Preise eine gute Sache. An dem Punkt sind wir nicht zusammengekommen. Nee, ich glaube aber auch, dass wir auch noch nicht ganz voneinander verstehen, wo wir nicht zusammenkommen. Okay. Ich habe einfach ein Problem damit, zu sagen, da wird ein Produkt auf den Markt geschmissen, das erzeugt dann irgendwie, wie auch immer, möglichst freiheitlich den Preis und deswegen ist der Preis richtig. Preise sollten maximal die Wahrheit sagen. Idealtypisch. Und da müssen approximativ. Und da gibt es noch viel zu korrigieren. Und wenn wir das, genau, da bin ich bei Ihnen, aber wenn wir das machen wollen, dann müssen wir ganz scharf regulieren. Ja, auch, da müssen wir viel schärfer als heute. Ja, ne, anders. Auch schärfer zum Beispiel. In Teilen gar nicht regulieren, weil wir zum Beispiel Risiken hedgen über die Derivathändler. Warum kann ein Privatunternehmen, das hochriskant, das heißt, entscheidet, Flüge nach Rio de Janeiro anzubieten, ja, auf einmal feststellt, wir können nicht mehr fliegen, weil es ein Virus gibt. Hätte er diese Flüge über den Derivathandel über ein Derivat absichern können. Der Flugsitz wäre viel teurer gewesen und jeder, der diesen Flug bucht, weiß, für den Fall, dass der nicht abhebt, bin ich abgesichert. Für mich sind Preise nicht zwangsläufig der Wert einer Sache. Aber damit es Bereiche im Leben gibt, die ich nicht bepreisen muss, die ich nicht kommodifizieren muss, wie zum Beispiel die Beziehung innerhalb eines privaten Umfelds, eine Nachbarschaft, eine Freundschaft, ja, oder auch basale Güter, brauche ich in vielen anderen Bereichen einen Preis, der mir gerade das ermöglicht. Schauen Sie, übersetzt auf die Sicherheitspolitik, wir brauchen Militär, damit wir beide in Frieden hier auf die Straße gehen können. In unserem heutigen Mindset, ja. Na?
Wenn ich sie überzeugen kann in einem Punkt, dann wäre mir wichtig, deutlich zu machen, lassen Sie uns nicht auf den Preis verzichten. Lassen Sie uns zweitens auch nicht verzichten, dass Freiheit ein höheres Rechtsgut ist wie Gerechtigkeit. Ja, nochmal. Ja, das müssen wir so zu Ende denken. Und lassen Sie uns auch daran festhalten, dass die Kunst der Transformation ein komplexer Anpassungsprozess ist, der an der Stelle eines bloßen Haircut ganz sicher nicht zu Ende ist. Also beim letzteren Punkt, da bin ich komplett bei Ihnen. Also mich ärgert es ja schon immer wieder, wie diese Klimafrage nur technisch bedacht wird und nicht zum Beispiel spirituell, psychologisch, soziologisch und so weiter. Ja, also ich habe selber als Scientist ein Problem damit, dass die Scientists, was das englische Wort für Wissenschaft ist, Science-Wissenschaft, für Wissenschaftler ist, dass das sich reduziert auf Naturwissenschaftler. Mhm. Das wäre Natural Science. Sehr gut, Und, in der Tat, Und dann finde ich es wiederum schade, wenn ich mir Psychologists for Future anschaue, dass man von denen so wenig hört. Mhm. Weil die ganz andere Zusätze. Also an dem letzten Punkt, da bin ich komplett bei Ihnen, und dass das noch viel, viel, viel komplexer ist, da könnte ich jetzt da aufzählen und in 3 Stunden bin ich fertig mit der Liste und habe viel vergessen. Mhm. Das ist klar. Dass Dinge Preise brauchen, am ersten Punkt, völlig klar. Mhm. Ich würde aber natürlich auch behaupten, dass auch alles seine Maße hat und seinen Rahmen hat. Mhm. Alles. Also es hat auch seinen Rahmen nach unten wie nach oben. Also zu sagen, ein Preis beinhaltet aus meiner Sicht nicht nur die Zahl 7,50 Euro. Das ist die Zahl. Die Zahl brauche ich, um mit einem neutralen Tauschmittel, dem Geld, zu handeln. Eigentlich ist der Preis nicht 7,50 Euro, sondern was ich eine Viertelstunde arbeite, wenn man irgendwie das Vierfache von 7,50 Euro in der Stunde verdient. Das ist der eigentliche Preis. Und dass es Preise braucht, ist klar, weil sonst ist es immer beim Diebstahl angelangt. Sonst heißt, Sie bauen alle Stühle schön um und ich nehme sie mir einfach mit ohne Preis. Da wären wir dann letztlich beim Diebstahl. Oder bei Alles gehört allen, da würde ich auch sagen, Finger weg von meinem Synthesizer. Nicht alles gehört allen. Wobei wir dann wieder bei der Eigentumsfrage wären. Eigentum ist eine wichtige Sache. Ja, schauen Sie, schon wieder. Kein Mensch. Unser letzter Punkt, den Sie noch nicht mitgegangen, möchte ich Sie auch noch überzeugen. Ja, das war der kritische. Nein, damit wir... Gehen Sie das aus einer, wenn Sie so wollen, genealogischen, entwicklungslogischen Perspektive, damit wir gerechte Verhältnisse, die wir immer wieder kontextuell neu beantworten müssen, auch fair und gerecht einschätzen können, brauchen wir dem vorausgesetzt eine freiheitliche Ordnung. Die Freiheit, des Einzelnen, die Freiheit des Kollektivs geht der gerechten Verteilung von Ressourcen voraus, nicht umgekehrt. Und deshalb ist die Frage der individuellen Freiheit in Verantwortung, der Frage der gerechten Verteilung von Gütern und Dienstleistungen, die wichtig ist, vorausgesetzt. Aber das ist der Punkt, wo die Frage, wie meinen Sie Gerechtigkeit? Also wenn Sie jetzt einfach sagen, Gerechtigkeit ganz als Oberbegriff, Freiheit vor Gerechtigkeit, würde ich sagen, nein. Mhm. Denn es wäre jetzt von mir ungerecht, hier eine Scheibe einzuschmeißen. Aber es wäre mehr Freiheit. Ja. Ne? Also, oder es ist ungerecht, zu sagen, ein Kind in die Mine zu schicken zum Arbeiten. Nein, Dominik, wir haben Freiheit als Verantwortung definiert. Gut. Entschuldigung. Wenn man das rein, okay. Schauen Sie, das ist der Bias, den man im Umfeld mit Alternativen und grünen Aktivisten immer wieder, argumentativ sehr anstrengend ist, den Unterschied zwischen Freiheit und Gerechtigkeit herzustellen. Es ist die Freiheit, der Verteilung von Ressourcen vorausgehen muss, damit wir optimale Verteilungsgerechtigkeiten hinbekommen. Ja, aber da müssen Sie jetzt nicht den Buhmann rüberschieben, weil im Endeffekt ist es so, dass Freiheit, also je größer die wirtschaftliche Freiheit, desto öfter sehen wir, wie sie missbraucht wird. Das ist eine Tatsache, da können wir uns, glaube ich, nicht entziehen. Ja. Und deswegen, wenn sich jemand hinsetzt, der für möglichst viel Freiheit im Wirtschaftlichen plädiert und sagt, Freiheit vor Gerechtigkeit, dann ist jeder, egal ob er grün, links, sonst was ist, vielleicht bin ich das ja gar nicht, finde ich gefordert zu fragen, Moment mal, wie definieren wir Freiheit? Mhm. Wenn Sie dann sagen, wie Sie ja gerade gesagt haben, da gehört auf jeden Fall die Verantwortung rein, also die Freiheit endet wieder bei der Freiheit des anderen, zum Beispiel, bin ich bei Ihnen, völlig klar. Aber das muss man natürlich dann auch kommunizieren. Mhm. Also ich frage die Frage, damit Sie es auch für Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich dann jetzt kommuniziert haben, weil da werden ja auch viele dabei sein, die bei vielen Dingen nicht mitgehen. Völlig klar. So ist es im öffentlichen Raum, dass man mit Meinungen häufig Minderheiten
Position besetzen muss und sie auch aushalten muss. Das ist so. Na, besetzen muss man sie nicht, man besetzt ja die, die man hat. Und wenn, genau, wenn man unbedingt Wirkung erzielen will, dann muss man eine Winterheitposition ersetzen, damit erzielt man Wirkung. Mhm. Da gibt es ja auch viele Beispiele, die das gerne so treiben. Mhm. Und dann 20 Jahre später haben sie die andere Minderheitsposition, weil... Naja, im öffentlichen Diskurs, ich denke mal, was auch sehr interessant ist, glaube ich, auch in dem Gespräch zwischen uns sehr interessant, weil wir den gleichen Willen haben. So, also auch das mit der Spiritualität dazu, was in der Klimadebatte nicht unbedingt der Hauptfaktor ist. Mhm. Andere Grundlagen und andere Ansätze, mhm, aber letztlich das gleiche Wollen. Und das, finde ich, ist was, würde ich jetzt so als vielleicht Abschlusssatz, wo ich Ihnen natürlich auch nochmal einen überlasse, jetzt von meiner Seite zumindest sagen, dass das ja das Kernelement ist, wie die Debatte geführt wird. Mhm. Ich brauche mich nicht 25 Mal mit jemandem unterhalten, der das genauso sieht wie ich. Dann hat der nichts gelernt und ich nichts gelernt und die Zuhörer, die brauchen sich nur eins anschauen von den 25, dann haben sie auch alles gelernt, was da drin steckt. Genau. Dadurch, dass wir uns auseinandersetzen, Reibungspunkte finden, kommt man an einen Punkt, wo man sagt so, oh, okay, hier habe ich vielleicht oder hier sehe ich vielleicht jetzt. Ja. Und das können die Zuschauer und Zuschauer sagen. Dann kann ich nur sagen, raus aus der grünen Blase und rein in die öffentliche Debatte, bei der auch Positionen wie die meine zumindest angehört werden sollten, weil es ja nicht darum geht, dass Sie oder ich Recht haben, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam eine bessere Lösung in diesem komplexen Anpassungsprozess hinbekommen. Und eine Frage, die weit über Ihr und mein Ego hinausgeht und Ihre und meine vermeintliche Parteizugehörigkeit, Ihre und meine vermeintliche Ideologie hinausgeht. Und in dem Sinn hoffe ich, dass wir für eine offene Gesellschaft, für mehr Freiheit und für mehr Nachhaltigkeit kämpfen. Genau, hoffen wir, dass wir dafür kämpfen, dass, mhm, dass es einen Rahmen gibt, in dem wir das ausleben können. Genau. Mhm.